So, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, auch Mitglieder haben wir hier, Förderer. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz, wie gehabt, Antifanten. Und zum Schluss hat es ja auch noch ein bisschen geblitzt. Ich hoffe, dass viele Antifanten schön nass geworden sind. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Kreissprecher hier von Offenbach-Land. Gleichzeitig auch im Ostkreis Bundestagskandidat von der Nummerierung her 187. Da aber der Kreis Offenbach so stark und mächtig ist, haben wir auch noch einen zweiten Bundestagswahlkreis, nämlich Wahlkreis 185. Und da ist der Direktkandidat Arno Groß, der wird heute auch noch zu Ihnen reden. Vorgehensweise, ein bisschen werde ich was von mir erzählen, aber nur ganz bisschen. Dann wird der Arno Groß mal sein politisches Programm ganz kurz wiedergeben. Dann wird Frau Dr. Petri ihre Vorstellungen zur Bundestagswahl, zu den Themen, die wir so auch aktuell haben, dann berichten. Danach machen wir Basisdemokratie. Ja, ich wiederhole es nochmal, Basisdemokratie. Das heißt, ich werde da hier einer der Mikrofone nehmen und Sie dürfen dann Fragen stellen. Und dann hoffe ich, dass wir schön in eine Diskussion reinkommen, dass Sie dann heute Abend, wenn wir so gegen 21 Uhr die Sitzung schließen, dass Sie dann einen Aha-Effekt haben. Und bitte reden Sie mit Verwandten, bitte reden Sie mit Freunden, dass die Alternative für Deutschland eine basisdemokratische Partei ist. Warum? Weil letztendlich dann doch in der Bundestagswahl die Weichen für die nächsten 4 Jahre fundamental auch gestellt werden. Ganz kurz und knapp, mein Wahlplakat hat 3 Kernaussagen. Erste Kernaussage, Schicksalswahl 2017. Warum? Wenn Sie wollen, dass die nächsten 4 Jahre keine Opposition im Bundestag vorhanden ist, dann wählen Sie bitte die Kartellparteien. Machen Sie das bitte. In den letzten 4 Jahren gab es keine Opposition, können Sie gerne haben. Wenn Sie aber eine dynamische, vielleicht auch manchmal überkritische Partei haben wollen, dann müssen Sie die Alternative für Deutschland wählen. Weil wir sind dann die einzige Opposition in den nächsten 4 Jahren im Deutschen Bundestag. Wir werden Frau Merkel und Co. vor uns hertreiben. Und ich war heute früh in Reichelsheim. In Odenwald, eine Stadt, habe dort diskutiert. Mein Wettbewerber, ein Herr Dr. Zimmermann von der SPD, heute im Bundestag, übrigens auch im Finanzausschuss, eine Frau Lips, die schon ewig Zeiten im Bundestag ist. Und die haben den jungen Menschen dort, das war ein Gymnasium, mitgeteilt, dass doch BAföG doch umsonst sein sollte und dass doch für die Bildung auch 5 Millionen € ausgegeben worden sind. Und das ist doch sehr viel. Und ich habe dann nur ganz trocken gesagt, 5 Millionen €, wissen Sie nicht, dass wir 44 Milliarden € nur für die illegale Masseneinwanderung ausgeben, für die Alimentierung derjenigen, die hierher kommen und die wir kaum integrieren können? Sie können sich vorstellen, welche Aussage kam. Was meinen Sie? Was haben Sie heute gehört, als Sie hergekommen sind? Nazi, genau. Und Sie sehen also hier auch ein, aus deren Ihrer Sicht einer, der so bezeichnet werden kann. Ich löse es aber gerne auf. Ich war 7 Jahre lang aktiv bei der FDP, bei der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, die also aus Sicht der Demonstranten ja auch ja, doch mit den 4 Buchstaben bezeichnet werden darf und kann, weil ich ja mich dort auch sehr stark engagiert habe. Ich habe beispielsweise mit Herrn Dr. Kolb damals, ich war in seinem Wahlkampfteam, 17,3% erzielt. Und diese Prozentsatz wollen wir hoffen, dass wir die toppen. Das wird schwierig. Das wird schwierig und da ist es auch dann letztendlich so, Schicksalswahl 2017 und ich habe dann den zweiten Leitsatz hier gewählt, Endspiel um Deutschland. Um Deutschland. Warum? Wir sind ja hier sehr stark vertreten in den Kommunen, wir haben 38 Mandate in Offenbachland, das heißt, wir mischen sehr viel mit in den Parlamenten und wir kriegen von allen anderen Parteien mitgeteilt, die Integration läuft doch super, die Integration ist doch toll. Und das, was die Alternative für Deutschland an kritischen Fragen stellt, ist also alles Nonsens, alles Quatsch. Fakt ist aber, wenn wir dann einfach nur fordern, ganz trocken, wir hätten doch gerne mal die Vollkosten, also die gesamten Kosten, die damit in Verbindung zu bringen sind, dann sagt der Herr
Quilling, der Landrat Quilling, ja, da sind wir dabei, das arbeiten wir noch aus. Irgendwann werden wir das auch liefern. Fakt ist, bis heute wird nichts geliefert. Und das muss sich ändern. Ändern in den Kommunen, ändern ab 25.09. im Bundestag und dann nächstes Jahr um die gleiche Zeit in den Landtag zu Hessen. Letzter Leitsatz von mir, die ich kontrovers diskutiert habe mit Parteikollegen, mit Parteifreunden. Obergrenze oder Untergang. Hartes Wort, ich wiederhole es gerne nochmal, auch für die Presse. Obergrenze oder Untergang. Warum? Wir haben im Kreistag, im Kreisparlament schon mitbekommen, dass zurzeit die Familienzusammenführung läuft. Wird leider nicht medial verarbeitet, wird auch von den Kartellparteien unheimlich gerne in so Diskussionen eingebracht. Da glauben Sie gar nicht, wie ich dann plötzlich dann hier schon auch wackel im Tisch, weil ich denke, na wann fangen Sie denn endlich an, das Thema auch mal zu thematisieren? Da kommt leider nichts. Und Sie kennen ja einen Herrn Butkowski, leider nicht eine Alternative für Deutschland, aber ehemals, oder vielleicht ist er auch noch, bei der SPD. Und er sagt ganz klar, die hierher gekommen sind, können wir mit Faktor 5 nochmal entsprechend berücksichtigen. Und da können Sie natürlich einfach nur ausrechnen, was passiert, wenn in den nächsten 4 Jahren die Familienzusammenführung, so wie sie zurzeit läuft, stattfindet. Wir haben dort doch dann in die Sozialsysteme unheimlich viele Menschen und für die einheimische Bevölkerung, die selber täglich den Karren Deutschland ziehen müssen, bleibt nicht mehr viel übrig. Wir werden Altersarmut haben und das wollen wir verhindern. Also Sie sehen, Schicksalswahl 2017, ganz wichtig. Beschweren Sie sich bitte nicht, wenn Sie das Kreuz woanders gemacht haben und Sie in 4 Jahren feststellen, Moment einmal, da gibt es Parteien, die diskutieren, wie man Frösche am ehesten noch erhitzen kann. Oder gibt es andere, die dann vielleicht für eine Postwerbung noch dann hier dann zur Verfügung stehen. Andere sagen dann, ja, Heil Schulz, also solche ganz komischen Plakate. Und dann nach 4 Jahren stellen Sie fest, ja, Moment einmal, das hatten wir doch die letzten 4 Jahre schon. Beschweren Sie sich nicht, weil Sie haben die Wahl. Sie haben jetzt am 24.09. die Wahl. Bitte wählen Sie sehr intelligent, sehr verantwortungsvoll. Und jetzt stelle ich dann hier Herrn Arno Groß vor, Direktkandidat hier für diesen Wahlkreis. Herr Arno Groß, beginnen Sie und zeigen Sie mir auf, wo Sie hier den Wahlkreis voranbringen wollen. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, als erstes möchte ich mich bei unserer zukünftigen Bundestagsabgeordneten Frau Dr. Frauke Petri für ihr Kommen bedanken, dass sie sich bis in das Herz der Stadt Neu-Isenburg vorgekämpft hat. Aber kämpfen liegt ja nun in der Natur der AfD-Mitglieder, sonst gäbe es uns alle schon lange nicht mehr. Zu meiner Person, wenn ich mich vorstelle, kann ich sagen, als Bundestagsdirektkandidat und Kreistagsabgeordneter habe ich mir das Thema innere Sicherheit als Punkt 1 auf meine Agenda nach Berlin geschrieben. Ich wurde 1950 in Frankfurt am Main geboren und kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass man mit den Eltern als Kind auf der Zeil spazieren gegangen ist, man hat ein Eis gegessen, was heute gar nicht mehr möglich ist. Es ist viel zu gefährlich geworden. Man konnte damals sogar noch zum Tanzen gehen, aber heute wird man ja angetanzt auf der Zeil. Da braucht man ja gar nicht mehr hingehen. Wir hätten doch nie gedacht, dass der Tag kommt, dass in unseren Krankenhäusern Sicherheitsdienste erforderlich sind, die, um Gewalt zu unterbinden. Gewalt von Krankenzimmer zu Krankenzimmer. Nehmen wir das Krankenhaus in Offenbach. Unglaublich. 4, 5 Leute, blitzschnell, 1. Stock, 2. Stock, da geht es richtig zur Sache. Es ist einfach beängstigend. So etwas hat man nicht erlebt. Ich kenne es noch als Kind, wenn wir mit den Eltern den Großvater, die Großoma besucht haben im Krankenhaus, da wurde gesagt, pssst, schön ruhig, da sind auch noch andere Kranke im Zimmer drin. Wissen Sie, was heute los ist? Besuchen Sie mal jemanden. 8, 9,
Ja? Leute sind drin, die da feiern und machen und noch schimpfen, wenn man sie stört. Es ist also, ich denke, ich lebe in einem ganz anderen Land und das ist schade. Deutschland war ein sehr, sehr schönes Land und vielleicht haben wir die Möglichkeit, doch noch ein bisschen was bei der Wahl positiv zu machen, dass unser Land so bleibt, wie wir es kennengelernt haben. Wenn ich mit Krankenschwestern spreche, denen wird ab und zu mal eine Infusionsflasche hinterhergeworfen. Sie werden beschimpft wegen Essen, was da drin wäre. Ich kann nur sagen, das ist keine deutsche Mentalität. Das gab es in Deutschland gar nicht, dass wir die Krankenschwester so beschimpft haben in der Öffentlichkeit. Und da müssen wir was dagegen tun. Wenn Sie unser Problemviertel Ditzenbach nehmen, wenn Sie dann die 110 wählen, die 112, man freut sich, wenn Rettungskräfte kommen, da werden die teilweise beworfen vom Balkon runter mit Bierflaschen. Rettungssanitäter tragen kugelsichere Westen gegen Messerattacken. Das muss man sich mal vorstellen. Da weiß man ja wirklich, wo lebe ich mittlerweile. Lehrer haben Angst vor ihren Schülern. Die werden unter Druck gesetzt. Es ist einfach, man kann nur sagen, unsere alten Parteien haben vollkommen den Überblick verloren. Und in ihrer Hilflosigkeit haben sie einfach die Grenzen geöffnet, egal was passiert. Noch heute sind hunderttausende Menschen in unserem Land, von denen wir nicht wissen, wer sie überhaupt sind. Manche sind ja mehrfach da, manche 20-fach. Da kann man gar nicht wissen, wer da ist. Und das wird uns vor die Füße fallen. Der Kontrollverlust, diesen Kontrollverlust sind sie nicht in der Lage zu verhindern, die alten Parteien. Ich zitiere mal den obersten Chef der Polizeigewerkschaft, Herrn Wendt. Da unsere Politiker ja schon froh sind, dass sie unbekleideten jugendlichen Flüchtlingen den Wunsch geäußert haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten, wird uns als Erfolg verkauft. Nur müssen sie auch die Information bekommen, um am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können, muss man morgens auch aufstehen und zur Arbeit gehen. Das hat man vielen vergessen, überhaupt mitzuteilen. Aber die Berufswünsche sind ja Fußballprofi, Pilot, Ingenieur. Das wird in Deutschland schon gehen. Deutschland ist ja alles möglich. Aber der Bürger kann nicht mehr verstehen, dass wir Steuerzahler für einen Schulplatz an einem Elite-Gymnasium ca. 3.800 Euro, für einen Platz im Pflegeheim so um die 4.500 Euro und für die Unterbringung eines unbekleideten jugendlichen Flüchtlings zwischen 8.000 und 12.000 Euro aufbringen müssen im Monat. Das sind ungeheure Summen. Und Integration in dieser Form kann gar nicht gelingen. Das haben wir ja eindrucksvoll bewiesen. Sehen Sie sich Berlin an, sehen Sie sich das Rheinland an, da integrieren wir seit 30 Jahren. Berlin hat 20 arabische Großfamilien mittlerweile, davon 12 hochkriminell und sogar mit einer eigenen Straßenverkehrsordnung. Die fahren ein bisschen anders als wir. Und wenn Sie da eine Anzeige machen, werden Sie körperlich angegriffen. Haben wir ja neulich gehört. Polizei macht Kontrolle, 8 Polizisten verletzt im Krankenhaus. Nur weil einer falsch gepackt hat von den arabischen Großfamilien. Früher war es mal umgedreht. Da war ein Polizist ganz selten mal im Krankenhaus, aber die Gegner ab und zu mal. Das war halt so, ja. Das nennt man Kontrollverlust eines Staates. Aber die Kurse, die wir ja anbieten, Wandern, ab und zu mal ein Reitkurs, Kampftraining, ganz wichtig für unbekleidete minderjährige Jugendliche, die kommen ja mehr oder weniger als ungeübte Straßenschläger hierher und müssen sich ja weiterbilden. Das ist Fakt, das muss man sich mal vorstellen, solche Kurse werden bezahlt. Jetzt ist man auf die Idee gekommen, 10.000 Asylanten in die Fahrschule zu schicken, dass sie den Führerschein machen können, ohne einen Job in Aussicht zu haben. Da viele keine Papiere haben, können sie die Prüfung auch ohne Ausweis machen. Gehen Sie mal zu einer Führerscheinprüfung, haben keinen Ausweis und machen eine Prüfung, die halten Sie komplett für verrückt. Aber da ist es eben möglich. Auf Anfrage, warum das so ist, wurde mir mitgeteilt, man muss sie ja irgendwie beschäftigen. Toll, man muss sie irgendwie beschäftigen. Schicken wir in die Fahrschule, nicht zum Übernachten, sondern um Führerschein zu machen. Es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, die Attentäter von Freiburg und Würzburg hatten den Sprachkurs hinter sich, befanden sich bei einer Pflegefamilie und hatten einen festen Arbeitsplatz in Aussicht. Das heißt doch, vor der Integration steht die Identifikation erstmal, wer es ist, um sowas in Zukunft zu verhindern. Nehmen Sie den G20-Gipfel. Da wurden einen Monat lang Grenzkontrollen durchgeführt, mit dem Ergebnis über 650 Festnahmen in einem Monat. Dann sieht man den Ist-Zustand, wie er in unserem Lande ist. Liebe Parteifreunde und Bürger dieser Stadt, wir stehen kurz vor dem Abgrund und die Lage ist sehr ernst. Und wir können nur gemeinsam den Absturz verhindern, wenn wir am 24.09. beide Stimmen der AfD geben.
Zum Abschluss möchte ich der Frau Merkel noch eine Information zukommen lassen, dass wir alle wissen, dass in einem Pflegeheim ein betreutes Wohnen möglich ist. Aber was sie mit uns vorhat, ein betreutes Denken zu vollziehen, das wird ihr nicht gelingen. Danke. Ich höre was. Das ist sicher. Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie Wetter und Gegendemonstranten getrotzt haben, um hier anzukommen und mit uns diesen heutigen Abend zu verbringen. Es ist eine Weile her, Herr Rankel, und ich habe kurz gerechnet, im September, glaube ich, war ich das letzte Mal hier. Und inzwischen, wissen Sie, ist der Wahlkampf in vollem Gange. Deswegen würde ich ganz gerne den heutigen Abend nutzen, um mit Ihnen einen kleinen Rundgang durch das Wahlprogramm der AfD zu machen. Und im Anschluss, denke ich, halten wir es wie immer. Sie bekommen die Gelegenheit, das zu tun, was in der Politik viel zu selten passiert, nämlich, dass Sie als Bürger und Wähler zu Wort kommen. Und ich denke, Herr Ranke, wir beide und sicherlich auch Herr Groß stehen dann für Ihre Fragen zur Verfügung. Und um es gleich vorab zu sagen, es gibt keine Fragen, die Sie nicht stellen dürfen, genauso wie es am heutigen Abend kein taktisches Weglassen von Politikfeldern gibt. Wenn ich dennoch nicht alles schaffe, damit Sie hier noch vor Mitternacht rauskommen und noch einen gemütlichen Teil des Abends haben, liegt daran, dass das Parteiprogramm zwar kurz geschrieben, aber wenn man es erzählt, recht umfangreich ist und es gibt kein taktisches Weglassen. Sie dürfen also alles fragen, was Sie möchten. Ja, meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland im Jahr 2017 ist immer noch eine junge Partei, aber hat es dennoch nach wenigen Jahren geschafft, sich ein komplettes Parteiprogramm zu geben. Und wenn man im aktuellen Wahlkampf den Umfragen glaubt, dann gibt es Themen, die offensichtlich laut den Umfragen weniger interessant sind, als wenn man mit den Bürgern am Wahlkampfstand spricht. Eine Umfrage vor einigen Tagen sagte aus, nur ein knappes Drittel der Bundesbürger, 29%, interessierten sich überhaupt noch für das Thema der Einwanderung, der Migration. Herr Groß hat darüber gerade schon gesprochen. Ein sehr viel größerer Teil der Bürger interessiert sich dabei für das Thema innere Sicherheit. Deswegen möchte ich ganz gerne damit beginnen, obwohl uns, glaube ich, gemeinsam klar ist, dass die Themen Zuwanderung oder auch illegale Migration, die Frage, wie man mit dem Asylrecht zukünftig in Deutschland und Europa umgeht, von der Frage der inneren Sicherheit nicht mehr zu trennen ist. Ich erinnere mich noch daran, was passierte, als wir vor 2 Jahren darauf hingewiesen haben, dass es einen Zusammenhang zwischen nicht kontrollierten Grenzen, der Einreise von Hunderttausenden von Personen ohne Pass, aber mit Mobiltelefonen und der steigenden Terrorismusgefahr gibt. Wir wurden ausgelacht, wir wurden zu Fantasten erklärt. Das waren noch die freundlichen Umschreibungen. Viel häufiger waren wir gleich Extremisten und Fremdenfeinde. Als wir dann noch den Zusammenhang zwischen unkontrollierte Einwanderung und dem Religionsverständnis des Islam als Thema auf die Tagesordnung brachten, war es völlig vorbei. Jetzt waren wir auch noch Religionsfeinde. Ich weiß nicht, ob Sie vor einigen Tagen den Artikel in der FAZ gelesen haben, wo ein Religionsangehöriger des Islam, kein ganz Unbekannter, beschrieben hat, dass der Zusammenhang zwischen Terror und Islam nicht nur zufällig, sondern geradezu nicht von der Hand zu weisen ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, sollten wir, auch wenn es politisch nicht opportun ist und ein ganzes Stückchen Mut dazu gehört, darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich in Deutschland darüber reden müssen, wie sich Einwanderung, die wir grundsätzlich gar nicht verneinen, das Thema der freien Religionsausübung und
das Wesen eines Rechtsstaates noch vertragen. Und da stellen wir fest, da gibt es sehr große Defizite. Und wir freuen uns immer, wenn wir am heutigen Abend die Polizei in der Lage ist, eine Veranstaltung wie diese zu sichern. Aber im Grunde ist es ein Armutszeugnis für dieses Land, dass derartiger Polizeischutz überhaupt notwendig ist. Wir haben uns zwar fast als Politiker der AfD schon daran gewöhnt, dass es ohne Polizei nicht mehr geht, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich käme nicht im Traum auf die Idee, als Gegendemonstrant eine Veranstaltung der Linken, der Grünen oder anderer Parteien zu behindern. Es sollte völlig normal sein, dass man sich vielleicht gegenseitig in die Veranstaltungen des Konkurrenten hineinsetzt und kritische Fragen stellt, aber vor der Tür brüllen und schreien und Diffamierung aussprechen, das hat mit demokratischer Kultur rein gar nichts zu tun. Wir kennen das ja, dass gerade unsere Regierungsangehörigen, allen voran Herr de Maizière oder auch der sächsische Innenminister, der für mein Bundesland zuständig ist, mal ganz empört reagieren, wenn die AfD von sogenannten No-Go-Areas spricht. Nun habe ich zwar in Offenbach Verwandtschaft, aber Sie kennen sich hier auf jeden Fall besser aus. In Leipzig, einer Stadt, in der laut allen Statistiken der Ausländeranteil nach wie vor relativ niedrig ist, gibt es laut dem Oberbürgermeister keine No-Go-Areas. Wenige Tage später verkündet unser Innenminister in Dresden, dass man für Leipzig einige Waffenverbotszonen ausrufen solle, damit das Leben in dieser Stadt wieder sicherer werde. Vermutlich hatten die beiden miteinander vorher nicht geredet. Es war also ein bisschen offensichtlich, und Ihnen fallen sicherlich viele andere Beispiele ein, dafür, dass es in Deutschland zunehmend Regionen, Areale in kleinen und in großen Städten gibt, in die man sich nicht mehr hineintraut, wo die Polizei maximal mit verstärkter Truppe anreist und auch dann häufig nicht in der Lage ist, die Streitigkeiten zu schlichten, wo es häufig gar nicht mehr um die Streitigkeiten zwischen Deutschen, sondern zwischen zugereisten Migranten geht. Dieser Zustand führt dazu, dass sich inzwischen alle Parteien übergreifend einig sind, dass wir wieder mehr Polizei brauchen. Und wir stellen fest, dass die Polizeireformen Land auf, Land ab, die es gegeben hat, nur zu einem beigetragen haben, zu weniger Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit. Wir sprachen gerade vorher darüber, zum Abbau von Polizeidienststellen, gerade in den ländlichen Regionen, und dazu, dass sich Bürger zunehmend unsicher fühlen. Nun ist unsicher fühlen noch nicht in jedem Fall tatsächlich eine schwierige, eine gefährliche Situation, die heraufbeschworen wird. Und deswegen müssen wir uns häufig entgegenhalten lassen, dass das Unsicherheitsgefühl der Bürger von uns ausgenutzt werde. Wenn aber, und dafür gibt es zahlreiche Belege, die Polizei gar nicht mehr rechtzeitig an Ort und Stelle sein kann, um ihrer eigentlichen Funktion, der Schutzfunktion oder Präventionsfunktion für die Bürger gerecht zu werden, dann reden wir nicht mehr über eine Garantie von Sicherheit, sondern wir reden maximal über Schadensbegrenzung, die Polizei hinterher noch betreiben kann. Und wir schweigen besser von den Aufklärungsquoten, die Land auf und Land ab aufgrund der zu geringen Polizeistärke gar nicht mehr ausreichen, um kriminelle Handlungen noch aufzuklären. Ich weiß nicht, in Sachsen ist das Thema Fahrraddiebstahl in allen Großstädten gang und gäbe. Das wird schon häufig gar nicht mehr angezeigt von den Bürgern, solche Bagatellschäden, weil sie wissen, dass die Polizei hier sowieso nichts ausrichten kann. Und deswegen müssen wir konstatieren, dass in Deutschland im Jahr 2017 der Rechtsstaat zwar noch vorhanden ist, aber verflucht viele Löcher aufweist, gleichsam einem Flickenteppich. Und es gilt, eine Situation wiederherzustellen, indem man vielleicht wie in anderen Ländern sich nicht darum Gedanken machen muss, wenn die Kinder am Abend allein nach Hause kommen oder das Fahrrad unabgeschlossen an der Bushaltestelle stehen bleibt. So etwas, meine Damen und Herren, geht nicht nur in den Ballungsräumen Deutschlands, sondern auch in vielen ländlichen Regionen schon lange nicht mehr. Und das muss der Normalzustand sein, den es wieder anzustreben gilt. Dass eine derartige Entwicklung damit anfängt, dass wir nicht nur Zäune um Volksfeste bauen oder Barrikaden aufbauen, damit selbe überhaupt noch stattfinden können, sondern dass das zu tun ist,
was in jedem souveränen Staat normal sein sollte. Darüber redet die AfD spätestens seit 2015, nämlich, und der Jahrestag wehrt sich bald zum zweiten Mal, obwohl es sich nicht so anfühlt, nämlich der Jahrestag, zu dem Frau Merkel verkündet hat, die Grenzen seien offen. Und wir wissen zwar inzwischen, dass auch diese Entscheidung in der Bundesregierung nicht unumstritten war, aber sie hat sich mit dieser Ansage, die Grenzen für illegale Migration, für Asylsuchende, Flüchtlinge, Migranten aus aller Welt zu öffnen, am Ende durchgesetzt. Und bis zum heutigen Tag, meine Damen und Herren, hat sich genau genommen an dieser Situation nichts geändert. Die Tatsache, dass wir heute weniger Migranten an deutschen Grenzen haben als 2015, haben wir nicht der Kanzlerin zu verdanken, sondern der Schließung der Balkanroute durch osteuropäische Staaten. Und deswegen, und Sie haben das vermutlich von der AfD das ein oder andere Mal schon gehört, schlagen wir ein Maßnahmenpaket sowohl innerhalb von Deutschland als auch für außerhalb von Deutschland vor. Wir sagen, das Thema Asyl ist etwas, worüber wir im Grunde genommen aktuell gar nicht mehr reden. Denn es geht hier weder um eine Asylkrise, meine Damen und Herren, noch um eine Flüchtlingskrise. Es geht darum, dass Deutschland durch die eigene Bundesregierung Migranten aus aller Welt ohne Not geöffnet wurde, sodass wir denjenigen, denen wir tatsächlich gern helfen würden, nicht mehr helfen können und sogar zusehen müssen, wie sie in Asylunterkünften deutschlandweit, und ich denke an Jesiden oder an verfolgte Christen, sich sogar hier weiter verfolgt fühlen müssen. Das heißt, das, was mit dem Asyl im Grundgesetz gewollt war, der Schutz vor politischer Verfolgung oder auch, wenn wir die Genfer Flüchtlingskonvention nehmen, vor anderer Verfolgung, zum Beispiel wegen der Religionszugehörigkeit, die können wir tatsächlich gar nicht mehr gewährleisten, egal was die Bundesregierung oder manch andere Partei in Deutschland dazu sagt. Und deswegen gibt es letztlich mehrere Ansatzpunkte, um dieses Problem zu lösen. Zum einen müssen wir darüber reden, wie schaffen wir es überhaupt erstmal, eine komplette Analyse der aktuellen Situation in Deutschland herzustellen. Denn nach wie vor gibt es Hunderttausende nicht registrierter Migranten in Deutschland. Das Thema Familiennachzug, wissen Sie vielleicht, ist bis zum Frühjahr des kommenden Jahres, April 2018, zumindest teilweise ausgesetzt. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung einen kompletten Stopp des Familiennachzugs anstrebt, so wie die AfD das fordert. Und wir müssen darüber reden, wie mit Migration in Europa grundsätzlich in der Zukunft umgegangen wird. Und dann ist noch die Frage zu klären, was passiert mit all denjenigen, die bereits in Deutschland sind. Auf all diese Fragen habe ich bisher von der Bundesregierung keine überzeugenden Antworten gehört, denn der Kraftakt, der nationale Kraftakt, den Frau Merkel ausgerufen hat, zur schnelleren Abschiebung, den habe ich bisher nirgendwo gesehen. Vielleicht haben Sie ihn ja irgendwo entdeckt. Tatsächlich spricht die Statistik eine andere Sprache. Die Abschiebungszahlen sind wieder gesunken, weil man es praktisch nicht schafft. Weil die Abschieberegeln, die Begleitumstände, die Zahl der Polizisten, die Abgeschobenen oder Abzuschiebenden begleiten müssen, so hoch sind, die Zeitfenster für die Abschiebung ins Heimatland so kurz oder in sichere Drittländer, dass es de facto in vielen Fällen nicht durchführbar ist. Das heißt, wir werden mit dieser Art der Abschiebung nach dem deutschen Asylrecht offenbar nicht klarkommen. Und deswegen schlägt die AfD vor, übrigens nicht erst jetzt, sondern auch bereits seit über 2 Jahren, dass wir neben der Schließung der Grenzen für illegale Migration, und ich betone mal gern dabei, dass es nicht um eine komplette Schließung der Grenzen geht, es geht um eine Kontrolle, die an jeder normalen Grenze möglich sein muss und die diejenigen zurückweist, die keine Passdokumente dabei haben. Denn das ist das, was 2015 schiefgegangen ist, was Merkel durchgesetzt hat. Es wäre damals bereits möglich gewesen, alle Personen ohne gültige Einreisepapiere abzuweisen. Das ist der Mindeststandard, der wiederhergestellt werden muss, bevor wir überhaupt weiterreden können. Dazu schlägt die AfD vor, in der Tat Abschiebezentren bzw. Aufnahmezentren in sicheren Regionen Nordafrikas einzurichten. Dieser Vorschlag ist auch nicht neu. Wenn wir in die 90er Jahre zurückschauen, und damals gab es schon mal eine Migrationswelle aufgrund der Balkankriege,
haben damals, ich glaube, Österreich und Großbritannien ähnliche Vorschläge gemacht, dass man außerhalb Europas Mittel und Wege finden muss. Und für die große Zahl der Migranten, die jetzt aus Afrika und dem Mittleren Osten kommen, wäre Nordafrika eine gute Möglichkeit. Dann würde nämlich endlich das aufhören, was Sie tagtäglich in den Zeitungen als sogenannte Seenotrettungen zu lesen bekommen, was tatsächlich aber nicht mehr ist, als dass Frontex und viele Schiffe sogenannter Nichtregierungsorganisationen am Ende den Schleppern die Arbeit übers Mittelmeer inzwischen abnehmen und die Migranten, die Flüchtlinge direkt vor der nordafrikanischen Grenze aufgabeln. Das hat mit vernünftiger Grenzpolitik nichts zu tun und deswegen gehören diejenigen, die sich aufs Mittelmeer wagen, entweder gleich vor der nordafrikanischen Grenze gerettet und zurückgebracht, damit sie sich gar nicht erst aufs Mittelmeer aufmachen. Ganz billig zu haben ist eine politische Ansage, die nach wie vor von der Bundesregierung fehlt, nämlich die politische Ansage, dass Deutschland und auch Europa mitnichten all die Migranten aufnehmen können, die aufgenommen werden wollen und dass man auf die Art und Weise auch endlich in Verhandlungen mit den Herkunftsländern tritt. Es gab vor einem Jahr ungefähr eine Briefaktion des Auswärtigen Amtes an viele Staaten Nordafrikas, in denen man darum geworben hat, sie mögen bitte keine weiteren Migranten losschicken, dass das in Ländern, in denen Korruption an der Tagesordnung ist und natürlich auch Hunger herrscht, kein Erfolg zeitigte. Dafür hätte man die Briefe gar nicht schreiben müssen, das hätte man vorher wissen können. Was es stattdessen braucht, ist der Hinweis darauf, auch in Fragen der Entwicklungshilfe, dass meiner Ansicht nach es unverantwortlich ist, weiter Entwicklungshilfe an diese Krisenstaaten zu zahlen und im Gegenzug auch noch die Migranten geschickt zu bekommen. Hier muss, und das ist keine schöne Ansage, aber Politik ist häufig nicht schön, es gehört die Ansage gemacht, dass keine Entwicklungshilfe mehr gezahlt wird und dass diese Bürger, von denen man herausbekommen kann, wo sie herkommen, ohne Wenn und Aber in die Herkunftsstaaten zurückgeschickt werden. Und weil das, meine Damen und Herren, auf die bisherige Art und Weise nicht vernünftig funktioniert, ich habe gerade ein paar Details genannt, warum die Polizei oder auch die Beamten daran häufig scheitern, werden wir auch über vereinfachte Abschiebungen nachdenken müssen. Die Bundeskanzlerin hat 2015 allem Anschein nach aufgrund der zu erwartenden unschönen Bilder sich für die Grenzöffnung entschieden. Sie nimmt aber in Kauf, dass Tag für Tag in Deutschland mehr als unschöne Bilder entstehen, wenn wir an den rasanten Anstieg der Kriminalität denken, nicht nur bei Vergewaltigungen, aber vor allen Dingen auch da bei Diebstählen und vielen anderen Straftatbeständen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist in einem Rechtsstaat wie unserem nicht nur fair, sondern man kann es erwarten von der Regierung, dass sie zuerst sich um die gefährlichen und unschönen Bilder in einem eigenen Land kümmert, bevor sie sich um die Sorgen macht, die an der Grenze entstehen. Barcelona, Turku und Marseille sind nur einige Tage her. Die AfD war 2015 bereits die Partei, die darauf hingewiesen hat, das sagte ich eingangs, dass es ganz offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der Religionszugehörigkeit zum Islam und den wiederholten Terroranschlägen gibt. Inzwischen liest man zwar immer noch von den sogenannten Einzelfällen und den psychisch gestörten Tätern, passenderweise liegt ja manchmal sogar gleich ein Schreiben, ein medizinisches Schreiben auf dem Beifahrersitz, wie neulich in Frankreich. Tatsächlich muss aber endlich klar werden, dass wir in diesem Land die Auswirkungen eines politisch orientierten Islam in breiten Strömungen nicht nur erst 2015, sondern über Jahrzehnte ignoriert haben. Der Islam oder die Muslime, die seit Jahrzehnten hier leben, sind in vielen Fällen, das geben wir gern zu, auch integriert. Aber es sind meistens diejenigen, die bereits ein bisschen Abstand zu ihrer Religion gefunden haben. Diejenigen, die diese Religion in sehr strenger Weise leben, und die Zahl derer nimmt in Deutschland leider wieder zu, die sind durchaus beeinflusst, so kann man davon ausgehen, von dem arabischen Frühling. Wenn man sich anschaut, wie Länder des Mittleren Ostens vor 20, 25 Jahren aufgestellt waren, wie die Religion sich in diesen Ländern entwickelt hat und wie heute Religion
in Staaten wie Pakistan, auch in Indien und in vielen anderen Ländern gelebt wird, dann stellen wir fest, der orthodoxe Islam ist nicht auf dem Rückzug, er ist auf dem Vormarsch. Und dass dies diejenigen auch beeinflusst, die weit entfernt von der Heimat in der sogenannten Diaspora leben, das ist nichts Neues. Jeder, der Diaspora-Verhalten von Religionen kennt, weiß, dass häufig diejenigen, die weit entfernt von der Heimat leben, sehr viel strenger in ihrer Glaubensausprägung sind als diejenigen, die im Heimatland leben. Und das erleben wir in Deutschland ganz genauso. Und wir haben viel zu lange nichts dagegen unternommen. Wir haben geduldet, dass bereits in der Schule die Entstehung von Parallelgesellschaften sichtbar ist. Ich erzähle immer gerne, ich weiß es aus den 90er Jahren, aus meiner Schulzeit im Ruhrgebiet, da nahmen muslimische Schülerinnen an diversen Schulveranstaltungen einfach nicht teil. Und es war keiner Diskussion würdig, es passierte. Heutzutage wird über getrennten Sportunterricht oder Schwimmunterricht, die Nichtteilnahme an Klassenfahrten und vieles andere geredet. Aber im Grunde ist vielerorts, und da ist Ihre Region besonders prädestiniert, bereits an einigen Stellen verloren. Und wenn man weiß, wie gerade diejenigen, die sich dem Islam zugehörig fühlen, agieren in Umgebungen, in denen sie die Mehrheit haben, dann wissen wir, dass wir eine derartige Situation nicht erst abwarten dürfen, sondern dass wir jetzt endlich Maßnahmen ergreifen müssen, damit diese Religionsausprägung, ob das der Wahhabismus ist oder auch die sunnitische Variante, damit diese in Deutschland nicht weiter Raum greifen und damit hier Regeln festgelegt werden, um diese politische Ausprägung des Islam für Deutschland nicht zu noch schlimmeren Zuständen führen zu lassen. Und dafür hat die AfD mehrere Vorschläge, die in Österreich und Italien zum Teil schon praktiziert werden. Wir möchten, dass endlich die Auslandsfinanzierung von Moscheen in Deutschland verboten wird und dass ausländische Islame, die hier meistens in arabischer Sprache predigen, eben nicht mehr das Sagen haben, damit wir überhaupt eine Kontrolle darüber haben, was in Moscheevereinen hier gepredigt wird. Wohlgemerkt, gönnen wir jedem, seine Religion zu leben, ob das ein Buddhist ist, ein Muslim, ein Christ, egal welcher Denomination. Das deutsche Recht, die Religionsfreiheit nach Artikel 4, heißt aber mitnichten, dass wir dem Moscheebau an jedem Ort, an jeder Stelle zustimmen müssen. Für jedes öffentliche Gebäude gibt es Anhörungsverfahren, da gibt es die Nachbarschaft, die befragt werden muss. Und da ist auch mitnichten von vornherein klar, dass es ein Minarett geben muss. Das wird gern von denjenigen, die offensichtlich mit der Ausbreitung des Islam in Deutschland keinerlei Probleme haben, zum absoluten Muss erhoben, genauso wie die Möglichkeit, Kopftücher und sonstige Verschleierungen zu tragen. Sie wissen vielleicht, dass die AfD sich in diversen Gesetzesinitiativen auf Landesebene bereits dagegen ausgesprochen hat, denn auch zur freien Religionsausübung des Islam gehört kein Kopftuch, gehört kein Schleier. Wer den Koran liest, der weiß das, aber die Politiker tun dies meistens nicht, sondern handeln in vorauseilendem Gehorsam. Wir halten das für falsch und im Übrigen Vollverschleierung für in unserem Land nicht zeitgemäß. Hier gehört das Gesicht, gehören die Augen, gehört das offene Miteinander zu einer Kultur, die wir nicht bereit sind aufzugeben. Sie können sich vorstellen, was mit unseren Gesetzentwürfen passiert ist, die wir zu diesen Themen eingebracht haben. Dazu zählt auch in dem Zusammenhang unsere Vorschläge zum Verbot der Kinderehe. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir im Jahr 2017 in diesem Land über Kinderehe überhaupt reden müssen. Also als ich Kind war, kannte ich sowas nicht und den meisten von Ihnen wird es genauso gehen. Tatsächlich steigt die Zahl seit Jahren nicht nur in Europa, sondern auch weltweit wieder an. Aber diesen Gesetzentwürfen ging es, wie vielen anderen, die wir gemacht haben, sie erhalten derzeit keine Mehrheit. Und deswegen ist für alles, was wir heute Abend hier miteinander besprechen, an neuen politischen Ideen, ein Fazit am Ende zu ziehen. Und das ist, diese Dinge werden wir erst ändern, wenn wir in substanzieller Anzahl in allen deutschen Parlamenten sitzen, nicht nur in den Landtagen, sondern auch im Bundestag. Denn solange SPD und CDU zusammen mit
einer der anderen Parteien oder auch zwei der anderen Parteien oder auch drei der anderen Parteien die Mehrheit gegen eine Kraft wie der AfD haben, werden sie unsere Vorschläge ablehnen. Und deswegen brauchen wir eines, wir brauchen die Mehrheiten allein, um diese Gesetze in praktische Politik umsetzen zu können. Dieses Thema, von dem ich glaube, dass es die allermeisten Deutschen sehr bewegt, weil es uns auf Jahre begleiten wird, weil es Auswirkungen in die Sozialsysteme, in die Bildungspolitik und wie wir gerade schon gehört haben, eben vor allen Dingen bei der Frage der inneren Sicherheit hat. Diese Themen werden unterschwellig im Wahlkampf am Ende von allen Parteien angesprochen. Keine Partei kommt unter das Thema der Migration herum. Und deswegen sucht man dann häufig auch nach Ablenkungsmanövern, nach Themen, die so dringend sind, dass wir sie im Wahlkampf unbedingt brauchen. Und so las ich neulich auf der Titelseite der Bild-Zeitung neben Themen wie Terror und Flüchtlinge, dass der Dieselskandal eins der wichtigsten Wahlkampfthemen Deutschland 2017 sei. Nun, ich würde gerne mit Ihnen kurz die Geschichte dieses Skandals einmal Revue passieren lassen, um herauszufinden, ob es wirklich so skandalös ist, wie es aussieht. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen in Diesel fahren, zumindest all diejenigen, die weite Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen. Und wir wissen, dass der Individualverkehr in Deutschland seit Jahrzehnten der ist, der sich am stärksten weiterentwickelt hat, weil man den meisten Arbeitnehmern durchaus zumuten kann, so hat es mal der Wirtschaftsminister gesagt, bis zu 2 Stunden pro Strecke zur Arbeit zurückzulegen. Das heißt, wir Deutschen pendeln viel und gern, um überhaupt eine Arbeit zu haben. Obwohl häufig, auch das zeigt die Praxis, durch die viele Fahrerei viel von dem, was man da verfährt, natürlich auch am Ende am Netto fehlt. Nun ist der Dieselskandal da und VW hat bereits in den USA, ich glaube, 23 Milliarden Euro Strafe gezahlt an Vergleichssumme. Und man fragt sich, warum eigentlich? Warum reden wir über den Dieselskandal und wir reden vornehmlich über PKWs? Wir reden nicht über die großen LKWs, die ein Vielfaches an Abgasen ausstoßen und verbrauchen. Wir reden nicht über die Schiffe, die mit Schiffsdiesel fahren, der durchaus an Schadstoffen noch eine ganze Menge mehr zu bieten hat. Wir reden wieder über den Endverbraucher. Und da liest man solche Dinge wie, jetzt sollen bitte schön die Dieselfahrer entweder mit Fahrverboten belegt werden in den betroffenen Innenstädten oder man möge das Dieselprivileg abschaffen. Kennen Sie das Dieselprivileg? Das hat mit der Kraftstoffsteuer zu tun. Da zahlen Dieseltanker 18,4 Cent weniger als Benziner. Nur, dass das kein Dieselprivileg war, sondern eine Strafsteuer für die Benzintanker. Das heißt, anstelle eines Dieselprivilegs, das man abschafft, sollte man die Strafsteuer für Benzintanker abschaffen. So wird ein Schuh draus. Aber da das Gedächtnis der meisten Wähler kurz ist, wissen die das nicht mehr, dass es mal eine Strafsteuer für den Benziner war. So ist das mit den Wählern. Man hat ausgerechnet, dass das statistische Wählergedächtnis 6 Monate hält. Das heißt, da haben es die Politiker ziemlich gut. Weil die meisten nicht mehr wissen, was ein halbes Jahr vorher gesprochen wurde, kann man auch getrost innerhalb von einem halben Jahr seine Meinung ändern oder Dinge einfach ins Gegenteil verkehren. Lassen Sie mich aber vielleicht ein paar Worte tatsächlich zu der Dieselproblematik sagen. Also wir sind uns einig, aus dem Auto kommt immer noch Abgas und das ist nicht wirklich gesund. Man sollte seinen Rüssel nicht zu doll darunter halten. Und man sollte sich auch nicht 8 Stunden an einer vielbefahrenen Straße aufhalten. Wenn man aber schaut, wie viele Messpunkte tatsächlich es in Deutschland für diesen angeblichen Feinstaub und die gefährlichen Stickoxide gibt, dann stellt man fest, dass es so viele gute Messpunkte offenbar gar nicht gibt und dass die Messpunkte, die da sind, dann häufig noch nicht einmal den Standards einer solchen Abgasmessung entsprechen. Es gibt aber trotzdem diverse Gerichtsurteile, die bereits zu Fahrverboten in Stuttgart oder auch in Düsseldorf und Hamburg geführt haben. Und wenn man dann schaut, wo die wissenschaftliche Grundlage für die Schädlichkeit von Stickoxiden ist, wo diese Studien herkommen, wie alt sie sind, was diese Studien tatsächlich belegen
Und das hat ein Untersuchungsausschuss im Bundestag unter anderem getan. Dann stellt man fest, dass diese Studien sehr, sehr wenig aussagen. Und dass selbst Experten, die der Meinung sind, man müsste die Stickoxidabgaswerte noch weiter senken, zugeben müssen, dass sie das wissenschaftlich nicht wirklich erklären können. Das heißt, wir haben keine verlässlichen Zahlen. Wir stellen fest, dass es Laboruntersuchungen mit Ratten gegeben hat. Das sind dafür ganz beliebte Versuchstiere, sonst sind es meistens Mäuse. Und da hat man einen Grenzwert von ca. 8000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft festgelegt. Das war tatsächlich eine vernünftige Studie. Und bei diesen 8000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gab es eine schädliche Gesundheitsauswirkung auf die Versuchstiere. Dann hat man, das ist in der Wissenschaft recht häufig, einen sehr viel geringeren Wert angesetzt, nämlich den Wert von 940, 950 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und hat festgelegt, dass diese Konzentration an Stickoxiden für den Menschen sehr wahrscheinlich ungefährlich ist und deswegen ist dies zur maximalen Arbeitsplatzkonzentration für einige Industriearbeitsplätze erklärt worden, der sogenannte MAC-Wert. Und selbst der langjährige Vorsitzende der MAC-Wert-Kommission, Herr Professor Greim aus München, ein Toxikologe, also jemand, der sich von Hause aus mit solchen Grenzwerten und der Schadstoffwirkung auskennt, selbst der bestätigt beim Bundestag im Untersuchungsausschuss, dass die aktuellen Grenzwerte auch anhand dieser alten wissenschaftlichen Studien nicht wirklich nachzuvollziehen sei. Das heißt, wir haben für die aktuelle Diskussion eigentlich keine Grundlage und trotzdem wird sie geführt. Trotzdem verkünden Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und natürlich allen voran die Grünen, dass es Tote wegen der Dieselabgase gäbe. Meine Damen und Herren, meiner Ansicht nach ist es tatsächlich eine absolute Luftnummer, die hier vollzogen wird und wir sollten darauf nicht reinfallen. Nun will ich mitnichten, wie mir neulich in den Mund gelegt wurde, das rechtfertigen, was die Autoindustrie getan hat. Ich frage mich manchmal tatsächlich, warum haben Vorstände von VW und anderer großer Firmen, die genug Marktmacht besitzen, nicht einfach den Verzeihung Hintern in der Hose, um der Bundesregierung mit solchen idiotischen Vorschlägen wie der CO2-Abgassenkung und anderen Dingen, warum haben Sie nicht den Mut der Regierung ins Gesicht zu sagen, dass es wissenschaftlicher Unsinn ist, der praktisch nicht durchführbar ist? Dann hätten Sie solche Manipulationen wie jüngst bei VW auch gar nicht nötig. Das ist aber bei der Automobilindustrie das Gleiche wie auch in der Energiewirtschaft. Da hat man erst die Energiewirtschaft in die Freiheit entlassen vor Jahren, uns allen gesagt, es gebe mehr Konkurrenz und niedrigere Preise. Wir wissen, was daraus geworden ist. Tatsächlich beugen sich auch die großen Energiekonzerne inzwischen der Energiewende. Ich halte das häufig für einen Mangel an Rückgrat und Mangel an Gradlinigkeit. Vielleicht auch deswegen, weil in der Großindustrie es sehr viel einfacher ist, die Posten zu wechseln. In der mittelständischen Firma, bei dem die Familie vom Überleben der Firma abhängt, wo man den Betrieb in die nächste Generation weitergeben will, herrscht in Deutschland Gott sei Dank häufig meist eine andere Unternehmenskultur vor. Das ist der Grund, warum der deutsche Mittelstand im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine so starke Position, eine so große Diversifikation und damit eben auch die bekannte Rückgratfunktion in dieser Gesellschaft hat. Und deswegen hat die AfD sich auf die Fahnen geschrieben, primär den Mittelstand fördern zu wollen, denn die Großindustrie hat wahrhaftig Förderer und Lobbyisten genug. Wir möchten dafür sorgen, und das schlägt die AfD in ihrem Steuerprogramm vor, dass durch einfachere Steuersätze und auch durch den substanziellen Abbau von Subventionen der Mittelstand gestärkt wird. Nun mögen Sie sagen, Subventionen runter, nützt das dem Mittelstand überhaupt? Diejenigen von Ihnen, die Mittelständler sind, werden damit sicher was anfangen können, denn in der Regel sind es nicht die Familienunternehmen und nicht der Mittelstand, die Geschäftskonzepte, die auf Dauer im besten Fall auf Generationen ausgelegt sind, auf kurzzeitigen Subventionsversprechen aufbauen. Die Großindustrie ist damit recht gut. Man baut einen Standort auf, nehmen Sie Nokia zum Beispiel, und baut ihn eben wieder ab, wenn die Subventionen nach ein paar Jahren vorbei sind. Das ist in der Regel nicht kennzeichnend für den Mittelstand. Was der braucht, sind stabile Bedingungen bei Steuern, Abgaben und vor allen Dingen beim Personal.
Und da stellen wir fest, dass dem Mittelstand in den letzten Jahren nicht geholfen wurde. Nicht durch Bürokratieabbau, auch nicht dadurch, dass das Schulsystem verbessert wurde. Im Gegenteil, wir sehen aller Orten, dass nicht nur das Personal fehlt, dass der Bildungsstandard nicht steigt, sondern sinkt. Und was die Steuernabgaben und die Bürokratie angeht, wissen die meisten kleinen Firmen auch eher ein Leid zu klagen, als ein Lied zu singen. Das beste Beispiel ist der Mindestlohn. Da haben wir einen Mindestlohn eingeführt mit umfangreichen Dokumentationspflichten und trotzdem ist niemand damit so richtig zufrieden. Ich habe vor wenigen Tagen in Sachsen mit Gastwirten gesprochen. Gastwirten, die nahe der tschechischen Grenze ihre Betriebe haben. Viele von denen arbeiten tatsächlich an der Armutsgrenze, damit sie ihre eigenen Angestellten mit Mindestlohn bezahlen können und gehen davon aus, dass sie selbst keine Altersabsicherung haben, wenn sie ihren Betrieb einmal aufgeben. Trotzdem wird der Mindestlohn als großer Erfolg gefeiert und besonders die Linken und die Grünen und die SPD sind der Meinung, dass es noch gar nicht ausreicht. Wir bräuchten einen Mindestlohn von 12 Euro, wenn man an die Linke denkt. Dass dabei die Unternehmen diejenigen sind, vor allem die kleinen Unternehmen, die dies auszubaden haben, dass der Abstand zwischen dem, was der Arbeitnehmer aus dem Mindestlohn erhält und dem, was der Arbeitgeber zahlt, beim Mindestlohn von 8,84 Euro aktuell sind das 6,50 Euro ungefähr für den Arbeitnehmer und deutlich über 10 Euro für den Arbeitgeber, dass sich dazwischen eine Diskrepanz von fast 40% auftut, die der Staat sich einsteckt, das fällt den wenigsten dabei auf. Tatsächlich haben wir bei der Existenzsicherung durch den Mindestlohn eine Abgabenquote, die so beträchtlich ist, dass man sich fragt, wer davon stärker profitiert, der Arbeitnehmer oder der Staat. Und deswegen, meine Damen und Herren, sind wir der Meinung, dass dieser Mindestlohn maximal eine Krücke ist, dass wir aber dringend eine Sozial- und Steuerreform brauchen, damit dieses Instrument erstmal nicht mehr notwendig ist und wir endlich zusätzlich zu diesem Mindestlohn, bei dem eben nicht viel übrig bleibt, von dem viele nach wie vor nicht wirklich leben können, dass wir dort das Lohnabstandsgebot zwischen denjenigen, die arbeiten und denjenigen, die nicht arbeiten, wiederherstellen. Und wir wissen, wenn man an Hartz IV und Zuverdienstgrenzen denkt, ist das mitnichten aktuell der Fall. Hier brauchen wir neue Konzepte und dafür hat die AfD einiges zu bieten. Wir werden auf dem Gebiet der Steuern und Abgaben Vorschläge momentan noch nicht so ganz ernst genommen. Das stört uns aber nicht, denn das, was häufig verschwiegen wird, wenn wir an diesem System herumbasteln in Deutschland, ob es die Erhöhung des Mindestlohns ist oder eine vorgeschlagene Kindergelderhöhung von wenigen Euro pro Monat, ist, dass wir die Grundlage dieses Wirtschafts- und Sozialsystems seit Jahren ruinieren. Und Sie wissen, dass dies das Thema ist, mit dem die AfD schon 2013 zu hören war, das Thema einer stabilen Währung. Einer stabilen Währung in unserem Land. Und der Euro, trotz aller Unkenrufe, befindet sich weiter in der Krise. Und im Grunde überrascht ist niemand mehr, wenn das nächste Griechenland-Rettungspaket naht. Das muss aufhören, denn wir werden den Euro auf Dauer nicht stabilisieren können. Und wenn hinter den Kulissen bereits über einen europäischen Finanzminister nachgedacht wird, wenn gerade aus dem linken politischen Spektrum die Vorschläge zu gemeinsamen europäischen Sozialversicherungen kommen, wenn das Bargeld in Deutschland mit einer Bargeldobergrenze von 5.000 Euro bereits beginnt zu verschwinden, auch wenn Ihnen das im täglichen Leben vielleicht nicht immer auffällt, weil Sie nicht jeden Tag 5.000 Euro plus ausgeben war, so müssen wir feststellen, dass die EZB und Mario Draghi und auch der Bundesfinanzminister noch lange nicht aufgegeben haben, um an das Geld der Steuerzahler und Sparer heranzukommen. Und deswegen brauchen wir Transparenz in diesem System. Wir brauchen endlich die Rückkehr zu einer Währungspolitik, die auf Stabilität und niedrige Inflationsrate setzt und nicht auf das, was wir aktuell erleben, das Ausreichen von milliardenschweren Anleihen, bei denen wir wissen, dass sie im Grunde verschenktes Geld sind und einem Geldwert, der täglich abnimmt. Die Zinsen, das merken Sie an Ihren Bankkonten, die gibt es entweder nicht mehr oder Sie haben sich bereits ins Negative verkehrt.
Und wenn wir über das Bargeld reden, würde ich das ganz gerne noch ein bisschen ausführen, weil das ein Thema ist, das viele Bürger vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so anrührt. Denn die allermeisten von ihnen haben eine Kreditkarte im Portemonnaie und noch mindestens eine EC-Karte. Und es ist ihnen wahrscheinlich egal, ob sie an der Supermarktkasse mit EC-Karte oder mit Bargeld bezahlen. Statistisch sind die Deutschen in Europa immer noch diejenigen, die das Bargeld am meisten mögen. Ich glaube, 55% der Bundesbürger ziehen das Bargeld dem Plastikgeld vor. Und es ist nach wie vor, und auch das müssen wir uns vielleicht merken, das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. In Schweden, nur um ein Beispiel für ein Land zu nennen, das schon weit fortgeschritten ist auf dem Weg der Bargeldabschaffung, können Sie an vielen Supermarktkassen, in vielen Bussen oder auch in Museen und in Gaststätten gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen. So weit sind wir noch nicht. Allerdings möchten wir auch so weit gar nicht kommen. Denn es reicht, dass der Staat inzwischen die Möglichkeit hat, auf unsere Bankkonten zuzugreifen. Sie wissen vielleicht, dass Ende Juni der Bundesrat endgültig das Bankgeheimnis abgeschafft hat per Beschluss. Das heißt, inzwischen können die Behörden, das tun sie schon geraume Zeit, aber jetzt können sie auch ohne großen Vorwand auf die Daten ihres Kontos zurückgreifen. Nicht nur auf den Kontostand, auch darauf, wer Bevollmächtigter dieses Kontos ist, wem es gehört sowieso. Das ist eine Art von Transparenz, bei der ich glaube, sie muss nicht sein. Es geht den Staat nichts an, was sie auf dem Konto haben. Und deswegen sollten wir uns nicht irreführen lassen von der Argumentation für die Abschaffung des Bargeldes, die häufig lautet, wir müssten damit die Kriminalität bekämpfen, die organisierte. Als ob die darauf wartete, ihre Geldtransfers über Bankkonten abzuwickeln. Hier wird, glaube ich, mit der Gutgläubigkeit der Bürger massiv gespielt und dass der Verlust des Bargeldes auch bedeutet, dass nachzuvollziehen ist, und zwar zu jedem Zeitpunkt, was sie wo eingekauft haben, wo sie sich bewegt haben, dass es dadurch möglich wird, ganze Bewegungsprofile zu erstellen. Das hat mit einer Vision à la Orwell nichts mehr zu tun. Es ist bereits Realität. Und deswegen tritt die AfD dafür ein, dass das Bargeld uneingeschränkt erhalten bleibt, weil wir davon ausgehen, dass wenn das Bargeld erst einmal umfassend abgeschafft ist, dann eine Enteignung über die Bankkonten noch leichter möglich ist. Und was möglich ist, meine Damen und Herren, wird meistens von der Regierungsseite auch getan, wenn man das Geld braucht. Auch hier, ich sage das nicht, um Sie zu frustrieren, aber um darauf aufmerksam zu machen, wo wir hin müssen. Auch hier können wir derzeit nicht viel mehr tun, als aufzuklären, uns zu warnen und Sie letztlich in die Lage zu versetzen, in Ihrem eigenen Umfeld unsere Arbeit fortzusetzen und auch zu protestieren. Denn ohne Mehrheiten in einem Parlament wird man auch hieran nichts ändern. Meine Damen und Herren, ähnlich wie mit diesen Themen verhält es sich mit dem Thema Kultur und Medien. Ich las heute in der Zeitung, dass eine Truppe von jungen Leuten aus Berlin offensichtlich beschlossen hat, die Mohrenstraße, also eine durchaus bekannte Straße in Berlin, mit reicher innerdeutscher Geschichte, wenn wir an die Stasi-Unterlagen denken, dass diese Mohrenstraße umbenannt werden soll. Sie verzeihen, dass ich vergessen habe, wie der neue Name lauten soll. Es waren mehrere Bindestriche dazwischen, ich habe es mir nicht gemerkt. Es war eine Person, die mir nicht bekannt war. Interessant fand ich, dass die jungen Leute, die da auftraten und sich fotografieren ließen, allesamt offenbar Deutsche waren, einige davon auch mit Migrationshintergrund, das war sichtbar. Aber es waren junge Leute, die offensichtlich unsere Staatsbürgerschaft haben. Und die hatten ein Problem mit dem Wort Mohrenstraße. Und wir wissen, dass der Negerkönig bei Pippi Langstrumpf und viele andere Dinge auch inzwischen höchst problematisch sind für die Demokratie in diesem Land. Ich finde die nicht so problematisch, wie Sie sich vorstellen können. Und ich las neulich in einem Interview von der Sprachwaschmaschine. Und den Begriff fand ich recht gut. Da wird nämlich Sprache gewaschen, vielleicht nicht ganz so weiß wie mit Persil. Man wäscht die Sprache und im Grunde ist es doch nichts anderes als auch eine Denkwaschmaschine. Da werden nämlich mit den Worten
auch die Gedanken weggewaschen. Und deswegen setze ich mich persönlich und Gott sei Dank auch die AfD weiterhin dafür ein, dass wir Sprechverbote, egal welcher Sorte, nicht zulassen wollen. Worte wie die Mohrenstraße, der Negerkönig und viele andere Dinge, die gehören zu unserer Geschichte, zu der, dem, letztlich auch dem Reichtum unserer Sprache. Und wir brauchen, um demokratisch zu agieren, keine Sprechverbote. Die machen es meistens erst schlimmer. Die modernen Sprechverbote, die haben ein Sternchen drin und viele I's und viele N's, das wissen Sie auch. Und dafür schafft man auch gleich Gesetze. Wer von Ihnen Arbeitgeber ist, weiß das. Schreiben Sie eine Bewerbungsannonce, also eine Stellenanzeige in der Zeitung und Sie vergessen, das gendergerecht auszuschreiben, dann können Sie von den Bewerbern bereits verklagt werden. Wegen Diskriminierung. Wegen Verstoß gegen das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz. Also ich weiß nicht, was das mit Inhalt zu tun hat. Das wissen vermutlich auch diejenigen nicht, die dieses Gesetz geschaffen haben. Aber wir begegnen diesen Sprachregularien an allen Stellen. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich weise aber gern immer wieder darauf hin. An der Universität Leipzig, ist noch nicht so lange her, vor 2 Jahren wurde uns das bereits berichtet, werden Seminararbeiten, die in nicht gendergerechter Sprache abgegeben werden, also wo die INs und die Sternchen und so weiter fehlen, als nicht erbrachte Leistung gewertet. Da geht es mitnichten um den Inhalt, da geht es nur noch um den formal korrekten Stil. Meine Damen und Herren, wenn man so mit Sprache umgeht, muss man sich nicht wundern, dass das, was viele Menschen mit dieser Sprache sprechen, eben häufig zur Floskel verkommt und inhaltsleer wird. Und deswegen lassen Sie uns dafür sorgen, dass wenn wir substanziell Mehrheiten haben, dass mit diesen Sprechverboten aufgeräumt wird. Für mich ist es immer noch der Student und nicht der Studierende. Ich rede auch gerne von der Regierung und nicht von den Regierenden. Es ist nicht der Einladende, sondern der Gastgeber. Und ich bin sicher, Ihnen fallen viele andere Beispiele ein. Lassen Sie uns die Sprache befreien von diesem tatsächlichen Sprachmüll, den braucht niemand. Ich wollte gerade sagen, apropos Müll, aber so unhöflich möchte ich nicht sein. Wir haben in der AfD ein Alleinstellungsmerkmal, das gerade diejenigen, die über uns berichten, häufig nervt. Und das ist unsere Einstellung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu der ich an diesem Abend auch noch mal etwas sagen möchte und auch einen Ausweg aufzeigen möchte. In der Tat sind wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk unzufrieden, nicht nur, weil er grenzenlos teuer ist, sondern weil er das, was er eigentlich leisten müsste, nicht leistet, nämlich eine umfassende Information. Eine umfassende Information, die sich nicht darin erschöpft, das wiederzugeben, was die großen Parteien von sich geben, sondern die gesamte politische Breite dieses Landes zu beleuchten. Das liegt nicht an der zu kleinen Anzahl von Programmen, also an Sendezeit mangelt es wahrhaftig nicht, aber es mangelt offensichtlich an der politischen Unabhängigkeit dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dazu gab es diverse Urteile. Ich erinnere auch gern immer daran, dass Artikel 5 des Grundgesetzes mitnichten den Aufbau dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert hat, sondern dass der sich über die Jahrzehnte so entwickelt hat und dass man nun vor einer Anstalt des öffentlichen Rechts sitzt, die so recht unbeweglich geworden ist. 9,5 Milliarden Euro pro Jahr und wie Sie vor wenigen Tagen in der Zeitung lesen konnten, wird das noch nicht reichen. Davon geht ein Großteil auch gar nicht mehr in die Programmgestaltung, sondern in die Zahlung von Pensionen. Das ist ja schön für diejenigen, die sie noch bekommen. Wenn wir aber den Zustand mit dem Rest der Branche, auch den privaten Anbietern, vergleichen, dann stellen wir fest, dass die häufig unter sehr viel schlechteren Bedingungen arbeiten als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und trotzdem im Unterhaltungsbereich Programm anbieten können, das dem der öffentlich-rechtlichen in den allermeisten Fällen bis aufs Haar gleicht. Und deswegen schlägt die AfD vor, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der aktuellen Form abzuschaffen und durch einen politisch möglichst unabhängigen Bürgerrundfunk zu ersetzen.
Warum, jetzt können Sie fragen, warum schaffen wir ihn nicht ganz ab? Da gibt es auch kontroverse Diskussionen innerhalb der Partei. Einige sagen, überlasst es komplett den Privaten. Wir haben jetzt als Gemeinschaftsprojekt diverser Landtagsfraktionen ein Konzept vorgelegt. Wir sagen, der öffentlich-rechtliche Gedanke an sich ist gar nicht so schlecht. Er ist nur deswegen so schlecht geworden, weil die Politik sich letztlich nicht rausgehalten hat. Weil die Politik in den Medienbeiräten drin sitzt und weil die Bürger dort nur noch sehr begrenzt eine Stimme haben. Deswegen schlagen wir vor, dass diese Medienbeiräte, die es in unserem Konzept des Bürgerrundfunks noch geben soll, dass diese analog zu den Landtagswahlen bestimmt werden. Aktuell läuft das so, die Parteien der Landtage haben selbst ihre Sitze in den Medienbeiräten und sie legen gleichzeitig fest, wer die Sitze bekommt, die nicht von Politikern eingenommen werden. Sie können sich vorstellen, dass das eine Politikferne mitnichten garantieren kann, sondern dass die Parteien natürlich diejenigen Lobbygruppen vorschlagen, die ihnen jeweils nahestehen. Also ein Bürger kommt da nur selten zu Wort. Wir schlagen deswegen vor, dass man Bürger zu Landtagswahlen, also alle 5 Jahre, denn so oft werden diese Beiräte bestellt, die Möglichkeit gibt, Mitglieder in diese Beiräte hineinzuwählen und dass sich im Grunde alle Vereine und alle gesellschaftlichen Organisationen dieses Landes um diese Plätze bewerben können. Das sichert noch nicht eine völlige Repräsentation aller gesellschaftlichen Schichten, aber es eröffnet zumindest die Möglichkeit, dass Sie Ihre Stimme dafür abgeben können und dass Ihnen nicht diejenigen Vertreter aufgetischt werden, so wie es heute der Fall ist. Das Kernstück, meine Damen und Herren, dieses Bürgerrundfunks ist aber, dass er freiwillig ist. Wir sind der Meinung, eine Zwangsbeteiligung an einem solchen Projekt, die sollte es in einem demokratischen Staat, wo Medien- und Informationsfreiheit grundgesetzlich garantiert sind, nicht geben. Andere Länder machen uns das vor. Und deswegen sind wir der Meinung, wer an diesem Bürgerrundfunk teilnehmen will, der soll es tun. Man kann heutzutage technisch dieses Problem ganz einfach lösen mit einem Codierungsgerät, das diejenigen bekommen, die diesen Bürgerrundfunk konsumieren wollen. Alle anderen haben ihn jedenfalls nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aktuell so stark reguliert und trotzdem haben wir weitgehende Rechtsfreiheit im Medienmarkt, wenn es um Firmen wie Google, Facebook, Twitter oder andere geht. Da kann dann die Bundesregierung, wie sie es ja immer mal wieder tut, hinter den Kulissen mit den jeweiligen Firmenchefs darüber verhandeln, was auf diesen Plattformen stehen bleiben darf und was da nicht stehen bleiben darf. Und der Justizminister tut sein Übriges dazu, um dieses Netz, das eben nicht mehr barrierefrei und schon gar nicht mehr frei nach dem Sinn des Artikels 5 ist, zu überwachen. Und deswegen brauchen wir mehr als eine weitere Regulierung im öffentlich-rechtlichen Bereich, eine allgemeine Medienordnung, die das Angebot aller Medienanbieter, und dazu gehören die privaten Rundfunkanbieter eben genauso wie ein zukünftiger Bürgerrundfunk und Firmen wie Facebook, Google und wie sie alle heißen, damit eben der Bürger auch bei Google und bei anderen Firmen Bürger bleibt und nicht dort zum bloßen Konsumenten degradiert wird, der am Ende nichts zu sagen hat. Die Medien sind etwas, womit die AfD sich reibt, und ich würde ganz gern meine restlichen Minuten, bevor Sie zu Wort kommen, dazu nutzen, um zu sagen, wie wir uns das vorstellen. Die Medien, meine Damen und Herren, nennen sich selbst die vierte Gewalt im Staat. Und tatsächlich ist das, was wir auf den verschiedenen Kanälen konsumieren können, dazu angetan, unsere Meinung nicht nur zu gestalten, sondern häufig auch einseitig zu formen. Deswegen sind wir so froh, dass es ein Internet gibt, in dem man sich noch alternativ informieren kann. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass es gut ist, wenn es Journalisten gibt, die kritisch berichten. Und auch wir treffen immer wieder, gerade in den letzten 2 Jahren immer mehr, die bereit sind, sie mit uns auf Diskussionen einzulassen. Und deswegen, anders als uns häufig vorgeworfen wird, sind wir sehr wohl der Meinung, dass es unabhängige Medien braucht. Wir sind der Meinung, dass ein Konzept des Bürgerrundfunks, wie ich es gerade kurz skizziert habe, helfen würde, diesen zu stärken, weil die Abhängigkeit von den Parteien massiv reduziert würde. Und deswegen werben wir dafür, dass das, was die Medien imstande sind, aufzugeben an vielen Orten, die Glaubwürdigkeit, die sie bei vielen Bürgern schon längst verloren haben, dass wir diese wiederherstellen. Das können wir nicht alleine,
Wir brauchen in der Tat kritische Journalisten, die den Mut haben, wieder unabhängiger zu berichten. Das ist der Grund, warum bei vielen unserer Veranstaltungen häufiger private Fernsehsender zu Wort kommen und eingebunden werden, weil wir feststellen, dass diese offensichtlich ein bisschen früher den Mut haben, sich vom Mainstream der Öffentlich-Rechtlichen abzusetzen. Und ich kann nur hoffen, dass dieser Trend sich fortsetzt, denn wenn die Medienlandschaft eines riskiert hat, und das sieht man nicht nur an ausländischen Wahlkämpfen wie dem vergangenen Wahlkampf Trumps in Amerika, dass inzwischen viele Medien schreiben können, was sie wollen, und die Bürger glauben es ihnen überhaupt nicht mehr. Und damit verlieren wir aber ein wichtiges Element in der Demokratie, nämlich das der demokratischen Kontrolle, das aber eben, wenn es vernünftig und transparent zugeht, nicht nur eine Kontrolle der Opposition sein sollte, sondern in gleichem Maße eine sehr stringente Kontrolle der Regierung. Ich habe an einigen Stellen im Vortrag ausgeführt, dass wir aktuell als Oppositionspartei nicht mehr tun können, als aufzuklären und ins Gespräch zu bringen. Dabei wollen wir aber nicht stehen bleiben. Und deswegen würde ich zum Schluss noch gern einige Gedanken ausführen, die die AfD seit Anfang an beschäftigen. Ich erinnere mich, als wir kurz vor der Parteigründung standen, Anfang 2013, da wurde ich von einem späteren Gründungsmitglied gefragt, wie verhindert ihr, dass die AfD genauso wird wie alle anderen Parteien? Dieser Herr war zutiefst frustriert und seine Frage hat nicht nur mich, sondern viele in der Partei von Anfang an umgetrieben, denn neben vielen Gründungsmitgliedern, die vorher keiner Partei angehört haben, aus gutem Grund, gab es genug Frustrierte aus anderen Parteien. In der Tat muss man sich fragen, welche Rollen Parteien in diesem Staat eigentlich spielen und spielen sollen. Und viel zu häufig stellen wir fest, dass sie sich vor allen Dingen mit einem beschäftigen, und das sind sie selbst. Dieser Trend ist nicht verwunderlich, weil ein Parteiapparat aufzubauen, das kann ich Ihnen versichern, ein hartes Stück Arbeit ist. Und häufig ist mein Eindruck, verliert man auf dem Weg hin zur Möglichkeit, Politik umzusetzen, ein bisschen am Willen und am Rückgrat, genau das zu tun. Und deswegen, glaube ich, tut es gut, auch an einem Abend wie heute, auch kurz vor einem zu erwartenden Einzug in den Bundestag, daran zu erinnern, dass Parteien nicht um ihrer selbst willen da sind, sondern dass Parteien als allererstes die Aufgabe haben, Bürgerideen und Bürgerwillen zu bündeln und am Ende umzusetzen. Sie sind nicht für sich selbst da, und genau genommen sollte eine Partei gar nicht unbedingt darauf angelegt sein, für Ewigkeiten zu existieren. Schön wäre es, wenn so manche Partei sich vielleicht selbst erledigt dadurch, dass sie ihre Ideen und ihre Aufgaben in praktische Politik umwandelt, auch wenn das nicht so einfach ist. Die aktuelle Aufgabe der AfD ist, für ihre Ideen Mehrheiten zu erringen. Und da stellen wir fest, dass wir, nachdem wir 2015 und 2016 auf einem guten Weg waren, in gesellschaftliche Schichten vorzustoßen, die uns vielleicht 2013 noch nicht angeguckt hätten, dass wir auf diesem Weg ein Stück verloren haben. Die aktuellen Umfragewerte gehen erfreulicherweise jetzt wieder ein bisschen nach oben, aber wenn wir uns heute über 10% freuen, dann müssen wir feststellen, dass wir Ende des Jahres 2016 Umfragewerte von 16%, ich glaube einmal sogar von 16,5% hatten und das Potenzial der Partei bei weit über 20% lag. Davon können wir heute nur träumen, meine Damen und Herren. Dahin muss eine Partei, die Mehrheiten erringen will, zurück, weil sie sonst am Ende vielleicht eine bequeme Rolle in der Opposition spielen kann, aber die bequeme Rolle offenbart zugleich, dass es hier nicht um die Umsetzung, auch um die schmerzvolle Umsetzung von Politikinhalten geht, in die Pflicht genommen zu werden. Und wenn ich einen Anspruch habe, und ich weiß, dass ich nicht alleine damit bin in der AfD, dann ist es nicht ungefährliche Oppositionspolitik zu machen, sondern, meine Damen und Herren, gefährliche Regierungspolitik. Und dazu brauchen wir Ihre Hilfe, Ihre Kritik und hoffentlich jetzt Ihre interessanten Fragen. Herzlichen Dank. Hallo, hallo. Geht nicht? Doch.
Oder auch nicht? Doch, jetzt geht's. Sehr schön. Jetzt sind Sie dran. Sie können natürlich Fragen stellen an den Direktkandidaten Arno Groß und Frau, die bald im Bundestag sitzende Frau Dr. Petri und meine Wenigkeit. Wir bräuchten aber ein, zwei Personen, die mit dem Mikrofon sehr seriös umgehen und dann die Fragen einsammeln. Das würden Sie machen? Gut, Frau Thüne. Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob Sie den heiligen Johannes von Damaskus kennen. Das war einer der ersten Islamkritiker, auch Kirchenvater der katholischen Kirche und wie viele andere Heilige eben auch ein Kritiker des Islam. Und deshalb möchte ich, falls Sie den jetzt nicht so kennen, seine Schriften empfehlen. Es steht etwa das Gleiche drin wie bei denen vom Hamid Abdel Samad. Und einfach mal in Diskussionen mit Bischöfen auf den heiligen Johannes von Damaskus hinweisen. Ich habe Ihnen ein kleines Paketchen gemacht mit ein bisschen Literatur. Es gibt zum Glück auch heute noch in der katholischen Kirche zum Beispiel Kirche in Not, eine päpstliche Hilfsorganisation, die ganz klar sagt, Islam, Dschihad, das gehört alles zusammen. Vincentinische Nachrichten, auch auf CD können Sie an Parteifreunde per PDF weiterschicken. Danke, das nehmen wir gern. Und ich mache hier weiter. Ja, das ist nicht. Okay. Ja, mein Name ist zufällig auch Petri, Frau Petri. Nicht verwandt, nicht verschwäger, davon gehe ich aus. Ich hätte eine Frage zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich aktuell gehört, gestern hat der Landeswahlleiter Schellen erklärt, dass der Antrag der AfD auf Neuauszählung abgelehnt wird. Oder dass er das vorschlagen würde. Ich gehe davon aus, dass es bekannt ist. Was hat die AfD, Sie sind ja in Nordrhein-Westfalen, vor, in dieser Angelegenheit zu tun? Weil mich regt das fürchterlich auf. Da wird zufälligerweise... Also. So, meine Frau ist nicht in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, aber ich bin in Nordrhein-Westfalen und deswegen kann ich Ihnen Auskunft geben. Es hat eine ganze Reihe von nachgewiesenen Manipulationen gegeben, waren knappe 100, etwas über 80 nachgewiesene, gravierende Manipulationen in Wahlkreisen oder in Wahlbüros. Davon 50 zulasten der AfD. Also recht auffällig viele zu unseren Lasten. Und das hat dazu geführt, dass wir das relativ umfangreich aufgearbeitet haben und darum gebeten haben, dass wir insgesamt eine Neuauszählung bekommen, weil wir bei nur ungefähr knapp 9000 Stimmen mehr für die AfD einen weiteren Sitz im Landtag bekommen hätten und wenn der zulasten von Schwarz oder Gelb gegangen wäre, wäre damit sogar die Regierungsmehrheit futsch gewesen. Insofern ging es dabei auch schon ein bisschen um was. Und bei diesen 50 Manipulationen haben wir über 2000 Stimmen gefunden. Über 2000 Stimmen, das ist die größte nachgewiesene Manipulation, die es jemals in der Bundesrepublik Deutschland bei Wahlen gegeben hat. Nur mal so viel zur Größenordnung, um die es da geht. Fakt ist aber, dass die Rechtslage relativ kompliziert ist. Das heißt, nur die Tatsache, dass es statistische Auffälligkeiten gibt und dass der gesunde Menschenverstand einem sagt, dass da was nicht stimmt, reicht noch nicht, um juristisch eine Neuauszählung zu veranlassen. Insofern hat Herr Schellen juristisch recht, politisch bleibt das, was da passiert ist, ein Skandal. Und ich möchte noch zumindest auch darauf hinweisen, der stellvertretende Landeswahlleiter, und das ist eine gefährliche Sache als stellvertretender Landeswahlleiter, denn da sind sie mehr oder weniger auch so ein bisschen zumindest von der Regierung abhängig, hat gesagt, diese Manipulationen, es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Manipulationen nicht mehr rein zufällig sind.
Und da ist meine Ergänzung noch. Bitte versuchen Sie am 24.09. alle als Wahlbeobachter die Auszählung zu begleiten. Können Sie machen. Gehen einfach hin und sagen, Sie möchten Wahlbeobachter sein. Ja? Sie dürfen da nur ganz still daneben stehen und schauen, aber aufschreiben können Sie sich Auffälligkeiten schon. Und insbesondere, wenn dann die Ergebnisse weitergegeben werden, da sollten Sie ganz, ganz genau hinhören, Ihr Handy ausmachen und ganz klar hören, welche Zahlen denn weitergegeben werden. Das ist eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass keine Manipulation hier in Hessen am 24.09. hier in diesem Kreis stattfindet. Ja, eine Frage an Frau Petri. Mein Name ist Hartmann, ich komme aus Darmstadt. Jetzt ziehen wir in den Bundestag ein und in Niedersachsen. Nächstes Jahr wahrscheinlich auch in Bayern und in Hessen. Wann etwa können wir in Regierungsverantwortung kommen und wo könnten Sie sich das vorstellen? Vielleicht in Sachsen in 2 Jahren oder mit welchem Regierungspartner? Ja, also im Bund dieses Jahr offensichtlich nicht. Dafür ist die Partei auch noch nicht aufgestellt. Ich ernte immer Kritik aus den eigenen Reihen, wenn ich sage, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen aber spätestens 2021 soweit sein und das ist noch ein hartes Stück Arbeit. In den Landtagen haben wir die längste Zugehörigkeit in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Und in Sachsen hatten wir zwischenzeitlich Umfragewerte bis zu 25%, dass das der Regierungskoalition aus CDU und SPD einen Schrecken eingejagt hat, können Sie sich wahrscheinlich denken. Das heißt, ich sehe als erste Möglichkeit, wo das funktionieren kann, in der Tat diese 3 Länder. Sachsen ist dafür kein schlechter Kandidat, weil es in der Bevölkerungsstruktur durchaus eine Vorliebe für konservative Politik gibt und die CDU auch zu den konservativsten dort gehört. Deswegen reden die auch heute, so wie wir vor 2, 3 Jahren vielleicht geredet haben. Man muss mal genau hinhören und wundert sich, was für Vokabular da benutzt wird. Aber dadurch, dass die SPD weiter gebraucht wird zum Regieren, ist die AfD nach wie vor abgeschrieben. Wir haben auch in Sachsen damit Probleme und das will ich ganz offen sagen, dass wir zwar als konstruktiver Teil der Partei angesehen werden, man weiß, dass wir dort vernünftige Politik machen wollen, das gibt sogar die CDU hinter den Kulissen zu, aber auch dort leidet die AfD an ihrem Gesamtimage deutschlandweit. Davon können wir uns in Sachsen auch nicht abkoppeln. Und insofern ist die Frage nach möglichen Regierungsbeteiligungen untrennbar, und zwar dramatisch mit der Frage verbunden, ob die AfD es bundesweit schafft, sich nicht nur ein Image zu geben, sondern dieses Image auch zu leben, dass sie am Ende konstruktive Politik für eine Mehrheit der Gesellschaft machen will oder ob sie es für wichtiger hält, abseitige Positionen zu transportieren. Solange das Problem nicht gelöst ist, werden uns auch die guten Umfragewerte in solchen starken Ländern wie Sachsen nicht helfen. Ja, meine Frage an Frau Petri. Und zwar, meiner Meinung nach nimmt quasi der Einfluss von Brüssel und der EU immer mehr zu in Deutschland. Und ich wollte mal fragen, wie Sie dazu stehen, dass halt Deutschland viel Souveränität an die EU abgibt. Gut, das ist ja eins der Themen, die wir seit 2013 offen diskutieren. Sie erinnern sich vielleicht an Merkels Spruch, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Und wir haben damals das Ganze schon herumgedreht und haben gesagt, wir müssen was tun, damit Europa nicht am Euro scheitert. Gleiches gilt für die Europäische Union. Wir sind der Meinung, dass die Europäische Union als politische Institution, als politische Union schädlich für Europa ist, dass viel zu viel an Entscheidungen bereits in Brüssel und Straßburg gefällt wird. Und deswegen sagen wir ja auch, es gehören die wesentlichen Entscheidungen in den nationalen Parlamenten getroffen. Wir wollen keine Bankenunion. Wir wollen keine gemeinsamen europäischen Sozialversicherungen, weil die Länder zu unterschiedlich sind, um zusammenzupassen. Das hat nichts damit zu tun, wie dann häufig vorgeworfen wird, dass wir keine Solidarität leisten wollten, zum Beispiel gegenüber südeuropäischen Staaten, was in Europa seit Jahrzehnten betrieben wird, und zwar lange bevor es die Europäische Union gab, denn die ist ja erst tatsächlich als Nachfolgeorganisation dann der Europäischen Gemeinschaft geschaffen worden mit den Verträgen von Maastricht und Lissabon. Das heißt, begonnen hat das Ganze mit den römischen Verträgen
als Gemeinschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Als solches war es gemeint, als solches war es gut konzipiert und deswegen gehört die politische Integration zurückgedrängt. Wir sagen, wir brauchen radikale Reformen in der Europäischen Union. Was wir brauchen, ist in der Tat ein gemeinsamer Wirtschaftsstandort. Auch da könnte man noch über sagen wir mal, Differenzierung nachdenken, in Osteuropa zum Beispiel oder in Südeuropa im Vergleich zu Mittel- und Nordeuropa. Aber wir brauchen definitiv die politische Einflussnahme nicht. Und deswegen gehen wir sogar so weit zu sagen, man muss auch über die Existenz des EU-Parlaments nachdenken. Denn wenn wir national entscheiden und europäische Arbeitsinstitutionen haben, die das umsetzen, was national entschieden wurde, und da kann man sich ja frei entscheiden, was man gemeinsam tun will und was man eben nicht gemeinsam tun will, dann brauchen wir diesen riesigen Brüsseler Apparat nicht. Aber klar ist auch, der schafft sich nicht von selbst ab. Ja, insofern steht im Wahlprogramm drin, wir brauchen grundlegende Reformen der Europäischen Union. Und wenn das alles nicht funktioniert, weil sich niemand wegreformieren möchte, dann muss man auch den Mut haben, über einen Ausstieg nachzudenken. Ja, guten Abend, mein Name ist Wolf. Eine Frage, wie steht die AfD denn zu Einsätzen der Bundeswehr im Ausland? Das ist sicherlich situationsabhängig, aber gibt es da eine allgemeine Einstellung? Und das Zweite, ist es denn im allgemeinen Bewusstsein, dass im Schulalltag die Konflikte immer mehr zunehmen, die Leistungen absinken, aber die Schulgesetze vorschreiben, dass am Ende eine Durchschnittsnote rauskommt? Mit dieser Note geht es in die Uni, geht es zur Uni und in die Berufsausbildung, wo wegen der geringen Lernerfolge vorher ja auch nur weniger rauskommen kann und letzten Endes die Wirtschaft betroffen ist. Ich fange mal mit der zweiten Frage zuerst an. Ich habe das Thema Bildung heute nicht ausgewalzt, und zwar nicht, weil es die AfD nicht auf dem Plan hat, sondern weil es noch länger gedauert hätte. Wir sagen generell, dass wir im Schulsystem weg müssen von verschiedenen Experimenten, die erst mit unseren Kindern da veranstaltet werden, wenn ich an Gender und dergleichen mehr denke, das Thema Inklusion, wo Schulen massiv belastet werden, das gar nicht leisten können, was sie dort leisten sollen. Wir brauchen stattdessen kleinere Klassen und mehr Lehrer. Das ist auch kein großes Geheimnis, aber es wird seit Jahrzehnten nicht umgesetzt. Jetzt weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass die Bundesregierung versprochen hat, einen Pakt für Ganztagsbetreuung zu schließen. Der neue Chef des Lehrerverbandes, der Herrn Kraus gerade abgelöst hat, warnt vor diesen neuen Versprechen, weil den Schulen nicht nur das Geld für kleinere Klassen und kleinere Lehrer fehlt, also in den Landesregierungen, sondern für ganz fundamentale Dinge wie Schulhaussanierung. Das heißt, wir haben auf der gesamten Ebene, das betrifft alle Bundesländer, damit zu tun, dass unsere Schulen nicht vernünftig ausgestattet sind, sowohl bei der Infrastruktur an Gebäude und Räumen und technischer Ausstattung, und das geht auf Ebene des Lehrpersonals und der Klassen weiter. Und dann kommen wir noch dazu, dass viele Unterrichtsfächer gar nicht erteilt werden. Ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit und es ist seitdem nicht besser geworden. Das heißt, dass das, was in der Schule stattfindet, eben wie Sie gerade beschreiben, nicht zum Lernerfolg beiträgt, sondern dass am Ende, wenn es gut geht, ein Schulabschluss steht. Ich weiß nicht, wie es hier in Hessen ist, aber in Sachsen sind 20% derjenigen, die einen Schulabschluss haben, trotzdem nicht ausbildungsfähig. Das heißt, was die Note noch aussagt, kann man sich sowieso dann eben manchmal oder auch nicht, an den Zeugnis ablesen. Das heißt, uns geht Wissen verloren. Das, was wir immer hören, die Wissensgesellschaft, das können wir an unseren Schulen häufig gar nicht mehr umsetzen. Und dass das für die Nachfolgezeit, also für eine Ausbildung oder für ein Studium, am Ende dazu führt, dass grundlegendes Allgemeinwissen nicht vorhanden ist. Davon können dann die entsprechenden Ausbildungszentren auch ein Lied singen. Das heißt, was wir brauchen in der Tat, ist eine Konzentration meiner Ansicht nach auf Kernfächer. Es muss gewährleistet sein, dass in einem Industrieland wie Deutschland der Unterricht nicht ständig ausfällt und dass am Ende nicht Kompetenzen rauskommen, sondern fundamentales Wissen. Und da haben wir in allen Bundesländern, nicht nur in Bremen, auch in Hessen und selbst in Sachsen Nachholbedarf. Und wenn Sie fragen, wie wir das hinkriegen, dann muss ich sagen, das Geld an der Stelle ausgeben, wo es notwendig ist und vielleicht auch den Schulen ein bisschen mehr Freiheit lassen, als ihnen das aktuell gelassen wird. Aber darüber kann man sicherlich streiten. Was wir nicht befürworten, ist eine Zentralisierung des Schulsystems. Das wird häufig angesprochen, wenn ich in den östlichen Bundesländern unterwegs bin. Ich glaube, das wird uns aktuell nicht weiterhelfen, weil die Niveaus so unterschiedlich sind,
dass wir uns vermutlich nicht am Niveau des Besten, sondern eher am Niveau des Schlechtesten orientieren würden. Und davon hätten die Schüler erst recht nichts. Aber dafür brauchen sie am Ende auch starke Bundesländer, die noch Geld dafür haben, um es auszugeben und es nicht in andere Nebenkriegsschauplätze investieren müssen, wie aktuell. Sie wissen, dass es gerade nur noch die Bildungshaushalte und die Polizeihaushalte sind, in ihrer Sicherheit über die Landesregierung überhaupt noch entscheiden können. Dass deswegen schon darüber nachgedacht wird, das sogenannte Kooperationsverbot aufzuheben, also die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Tatsache ist, dass wir in allen deutschen Bundesländern einen unglaublichen Investitionsstau bei der Grundausstattung der Schulen haben. Und das, finde ich, kann in einem Industrieland, in einem Land wie Deutschland eigentlich nicht sein. Jetzt zur zweiten Frage, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Im Grundgesetz steht der Auftrag der Bundeswehr ganz klar festgeschrieben. Und es ist ein Verteidigungsauftrag. Und anders als so mancher Verteidigungsminister bin ich nicht der Meinung, dass unsere Demokratie am Hindukusch verteidigt wird. Die Bundeswehr hat dort im Grunde nichts zu suchen, genauso wenig wie am Horn von Afrika und sonst wo. Wir haben dafür zu sorgen, dass wir eine funktionierende Bundeswehr zur Landesverteidigung haben. Das ist aktuell nicht der Fall. Und deswegen stehen wir diesen Einsätzen äußerst kritisch gegenüber. Rapp, mein Name aus Rottgau, und ich habe mal eine Frage. Ich sag mal, wir haben es auch schon angesprochen, es betrifft ein bisschen die Medien, aber auch, was Sie am Anfang gesagt haben, unsere Freunde da draußen, wie wir heute alle in der Presse ja mitbekommen haben. Oh, Wunder, also ich persönlich habe mich sehr gewundert. Ich nehme an, die meisten AfD-Sympathisanten oder Funktionäre ebenfalls, die Internetplattform indimedia.org ist ja vom Bundesinnenminister verboten worden. Ja, und meine Frage bezieht sich darauf, ich sag mal, die Einschätzung, also es gibt ja auch hier, sag ich mal, im Saal einige, die schon Opfer geworden sind, sag ich mal, von gewaltbereiten Linksextremisten, die sich ja, sag ich mal, in diesen Portalen da dazu aufrufen oder praktisch mit ihren Gewalttaten gegen Andersdenkende brüsten. Ist das jetzt, sag ich mal, der Anfang vom Ende oder ist das jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Na, was glauben Sie, wenn eine Internetplattform in Deutschland verboten wird, was dann passiert und so passenderweise im Wahlkampf und der Spiegel sogar davon berichtet. Also ich halte das für eine gezielte Wahlkampfaktion. Es ist richtig, es zu verbieten, aber es hilft so nichts, denn was verboten werden muss und was unterbunden werden muss, ist die Finanzierung der linksextremen Gruppen. Und die finanzieren wir alle mit unseren Steuergeldern. Wir haben versucht, in Sachsen mal auf Landesebene aufzuarbeiten, wie viele sogenannte Demokratievereine tatsächlich mittelbar die Linksextremisten unterstützen. Da gibt es eine ganze Menge. Das heißt, denjenigen muss der Geldhahn abgedreht werden. Das kann auf Landesebene passieren, das kann auf Bundesebene passieren. Ein erster Schritt wäre, und auch das hat die AfD in Sachsen, in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern schon beantragt, dass die von der Familienministerin, der ehemaligen Familienministerin, gekippte Demokratieklausel, die nämlich Vereine unterschreiben müssen, bevor sie Geld bekommen, dass die wieder eingeführt wird und dass aber in der Konsequenz die Landesregierungen überprüfen, was mit dem Geld passiert und wer es eigentlich bekommt. Das wäre sehr viel wirkungsvoller als das Verbot einer Internetplattform, die, so steht zu erwarten, in einigen Tagen oder Wochen auf einem anderen Server im Ausland, wie auch immer, wieder auftauchen wird. Insofern war das nicht nur kein Tropfen auf den heißen Stein, es war, glaube ich, schlichtweg eine Aktion, die sich im Wahlkampf ganz gut macht, die am Ende aber das eigentliche Problem nicht anpackt. Ja, drücke ich da irgendwo drauf? Nee. Ja. Guten Tag, mein Name ist Steve Kuhn. Ich bin hier im Stadtparlament in Neu-Isenburg vertreten und natürlich noch ganz neu. Wir werden hier natürlich von allen Seiten im Parlament beschossen, das ist klar. Wir sind aber hier immer noch der Dorn im Fleisch. Zum Thema Sicherheit gehen Sie mit mir sicher einer Meinung, dass wir uns hier bei den Sicherheitskräften, den Damen und Herren der Polizei sowie auch beim Sanitätsdienst bedanken für ihre Anwesenheit hier und für ihren Schutz, für unseren Schutz. Applaus
Noch ganz kurz zur Sicherheit hier der Stadt Neu-Isenburg. Ich hatte ganz aktuell privat einen Anlass, bei der Polizei vorstellig werden zu müssen wegen eines Verkehrsunfalls. Und da berichtete mir die Polizei, dass sie hier in der Stadt Neu-Isenburg nicht von der SPD und CDU unterstützt würde. Also ich will mich da nicht näher auslassen, denn hier in Neu-Isenburg ist ja alles in Ordnung. Wir haben ja keine Probleme. Zum Thema, wenn Sie oder wenn die AfD in der Regierung oder zumindest Regierungsmitsprache hat, würden Sie sich für die Abschaffung des Solis einsetzen? Denn der ist ja mittlerweile schon zur kaiserlichen Sektsteuer mutiert und wir werden gerade hier in Neu-Isenburg haben wir einen regen Informationsstand, in der Regel, wenn es irgend geht, samstags. Und da werden uns oftmals Stichworte zugeworfen, das ist einmal der Soli, dann auch, warum zieht der Staat einfach die Kirchensteuer ein, warum werden die Grundstücke der Kirche nicht auch besteuert, wie jeder andere Bürger zahlen wir ja auch Grundsteuer, die Kirche nicht. Das sind zum Beispiel so einige Themen, die uns zugeworfen werden, wie Sie sich vielleicht eventuell einsetzen würden. Vielleicht ist das im Moment nicht das Thema, das kann sein, aber das sind die Dinge, die wir auch hören, die die Bürger auch verstehen. Das sind Schlagworte. Ja? Dankeschön. Gut. Dann ganz kurz zu den zwei Schlagworten zurück. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags hat die AfD schon lange gefordert. Ich habe es jetzt im Wahlprogramm nicht gelesen, aber wir sind definitiv dafür, ihn sofort abzuschaffen, weil er seine Pflicht und Schuldigkeit getan hat. Und was die Frage der Grunderwerbssteuer angeht oder auch der Grundsteuer, da haben wir jetzt für die Kirchen keine konkrete Forderung. Ich bin allerdings generell dafür, bevor wir weitere Steuern ausrufen und erheben, immer erstmal zu überprüfen, ob wir die anderen, die bereits erhoben werden, überhaupt brauchen. Also insofern lassen Sie uns bei einem Staat, der so unglaublich 280 Milliarden Steuereinnahmen in einem der letzten Haushalte, lieber darüber reden, was gar nicht erst erhoben werden muss, wo der Staat einfach mal auf Geld, das er von den Bürgern bekommt, verzichtet, bevor wir darüber reden, von wem er noch mehr einnimmt. Aber ich kann verstehen, es geht in die Richtung Kirchenprivileg, da gibt es Kirchenstaatsverträge. Die AfD hat eine kritische Einstellung zu den Kirchen. Auf der anderen Seite sollten wir neben all den Dingen, die uns an den Kirchen ärgern, nicht vergessen, dass zu unserem Kulturverständnis das Christentum zweifelsohne dazugehört. Da muss man nicht mit einem einverstanden sein, bin ich ganz bei Ihnen. Aber lassen Sie uns bitte eher darüber reden, wo der Staat auf Steuern mal verzichtet. Das ist, glaube ich, ein interessanterer Ansatz. Ja, mein Name ist Landgraf aus Offenbach. Ich hätte mal eine Frage zu dem Thema Regierungsopposition. Also Sie gehen ja wahrscheinlich im Bundestag ganz klar, hoffentlich als größte Oppositionspartei, in den Bundestag. Und da würde mich mal interessieren, was sind jetzt da die konkreten Maßnahmen, die Sie haben? Sie sind ja quasi ganz klar isoliert in dem Parteienspektrum, was wir dann wieder im Bundestag haben werden. Was sind da die konkreten Maßnahmen, die Sie anstreben jetzt in den nächsten 4 Jahren? Sagen wir mal 10%, Szenario 10%, was machen Sie dann? Was ist die Strategie? Na, leider ist erstmal nicht klar, dass die Oppositionsführer einziehen. Sie wissen, dass die Ergebnisse der Oppositionsparteien der wahrscheinlich sehr nah beieinander liegen. Zu Zeiten von 16% war das mal ein realistisches Ziel, aber da sind wir leider aktuell nicht. Naja, die Themen, die ich gerade genannt habe, wir werden vor allen Dingen ganz viele kleine Anfragen stellen, wir werden darauf hinweisen, dass gerade bei dem Thema Euro-Migration sich momentan nichts tut. Wir werden also Gesetzesvorschläge machen. Sie wissen auch, dass wir zum Thema Aufarbeitung bei der Migration einen Untersuchungsausschuss gegen Frau Merkel einbringen wollen. Das werden wir vermutlich nicht schaffen, aber wir müssen es vorschlagen. Das heißt, wir werden an all den Programmpunkten, an denen wir jetzt arbeiten, parlamentarisch jetzt endlich die Anfragen bzw. die Anträge stellen, die wir aktuell auf Landesebene nicht stellen dürfen. Weil die Dame gerade, Sie sagten gerade was zum Thema Grundsteuer. Da würden wir gerne auf Landesebene was tun, können es nicht, weil es ein Bundesthema ist. Das heißt, die Frage Förderung von Wohneigentum für die Bürger, speziell für Familien, das ist ein Ausschnitt aus dem Familienprogramm. Dann geht es um die Frage Außenpolitik, Russland-Sanktionen. Das sind Themen, die wir bisher nur begrenzt bearbeiten dürfen.
also im Grunde das ganze Wahlprogramm rauf und runter, Verschleierungsverbot, Kinderehverbot, da ist vor einiges passiert in der letzten Zeit, aber auf Landesebene dürfen wir eben gewisse Dinge maximal erwähnen, können die Staatsregierung auffordern, können es aber selbst nicht machen. Also da werden wir viele Anträge stellen, sie werden vermutlich alle das gleiche Schicksal erleiden, solange wir eben keine Mehrheiten haben, bleibt das Oppositionsübung für den Fall, dass wir dann endlich mitregieren dürfen. Hallo Frau Petri, ich bin ein Deutscher mit Migrationshintergrund, nämlich ein russischer Jude. Und ihr müsst es wissen, wir Juden stehen hinter der AfD und wir sind absolut wütend auf Merkel mit ihren 2 Millionen Spezialisten und ihren Euroschweinereien. Ja, meine ganze Großfamilie in 7 Bundesländern wählt die AfD. Da habe ich viel Überzeugungsarbeit geleistet und auch in Netzen. Aber meine Frage betrifft was anderes. Wann wird das komplette Verbot der Antifa angestrebt seitens der AfD? Und wieso wird diese ungeheuerliche Gewalt gegen AfD-Mitglieder und andere Andersdenkende thematisiert, zum Beispiel in Talkshows? Also wir thematisieren diese Angriffe, seitdem sie passieren. Sie können sich vorstellen, mit nicht wahnsinnig großem Erfolg. Wir haben zumindest in einigen Bundesländern jetzt erreicht, dass wenn auf unsere Büros Anschläge verübt werden, dass ab einem gewissen Schadenswert dort der Staat mit einspringt. Besser wäre es, diese Schäden gar nicht erst entstehen zu lassen, indem man endlich mehr ermittelt, wer dahinter steckt. Das ist bisher in keinem Fall der ca. 60 Angriffe, die es allein in meinem Bundesland auf unsere Büros gegeben hat, passiert. Und Sie haben die Antifa angesprochen. Das haben Sie vielleicht auch schon an anderer Stelle gehört, dass wir im Bundestag den Antrag stellen werden, die Antifa als terroristische Vereinigung einzustufen. Das Schlimme ist, dass auch Politiker anderer Parteien unter der Antifa zu leiden haben. Also die gleich nach uns kommen, sind die Politiker der CDU. Da hat es in Leipzig vor einigen Monaten einen Anschlag auf den Justizminister von der CDU gegeben. Trotzdem erleben wir immer wieder, dass diese Politiker sich verstecken und dass sie im Grunde die anderen gewähren lassen. Das heißt, der Staat hat an vielen Stellen, gerade wenn es um die extreme Linke geht, schon lange aufgegeben. Die Ausstattung der Antifa mit technischen Geräten ist in vielen Fällen der Polizei überlegen. Insofern können Sie sich vorstellen, wie groß dort aktuell der Wille ist, etwas zu tun. Aber wir müssen es in jedem Fall anpacken. Nach dem G20 in Hamburg ist es wieder einmal mehr als sichtbar, wie staatsgefährdend die Antifa agiert. Aber es ist kein Einzelfall. Sie wissen, dass Bahnanlagen ständig angegriffen werden, Land auf, Land ab. Es wird weiterhin vertuscht. Das ist das größte Problem. Wenn das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens der Antifa endlich präsent würde für die meisten Bürger, ich glaube, dann wäre der Druck deutlich größer. Da brauchen wir eben transparente Medien, die dann eben Terroristen von der Linken nicht als Autonome und Aktivisten bezeichnen, sondern eben als das, was sie sind. Gibt es noch Fragen? Ah, da, wunderbar. Guten Abend, mein Name ist Müller. Ich sage Dobry Vecher und Shalom. Und ich möchte gerne mit dem Herrn Großmar sprechen, wenn er noch jetzt nicht so müde ist. Nein, ich habe mich nur konzentriert. Ich bin schon kurz vorm Einschlafen gewesen. War nur Spaß. Herr Groß, es ist Folgendes, ich komme aus Dreieich, wir haben 40.000 Einwohner circa und wir haben keine Polizeistation. Und am 21. März habe ich eine Unterschriftensammlung abgegeben, das waren 1.450 Unterschriften, die habe ich bei dem
Polizeidirektor Kaden abgegeben, waren aber adressiert an den hessischen Innenminister Beuth. Und ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen. Und ich muss der Dame, die im Parlament in Neu-Isenburg sitzt, vollkommen recht geben. Bei uns hatte nur die AfD, die Linke und die Freien Wähler für eine Polizeistation gestimmt. Angeblich haben wir zu wenig Kriminalität, nur 1725 Fälle, obwohl ich schon von zwei ganz brutalen Fällen persönlich weiß. Es wurde auch letztes Mal eine 77-jährige Frau von 5 Männern brutal niedergeknüppelt in Dreieich. Ich glaube, das kam dann auch in Aktenzeichen XY. Ich habe auch mit der Frau gesprochen. Die wurde in ihrem Haus überfallen und geschlagen und eingesperrt. Und ich finde also, dass man für so eine große Stadt mit 5 Stadtteilen die Polizei wegspart, das ist eine große Unverschämtheit den Bürgern gegenüber. Und das trägt nicht dazu bei, dass das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt wird. Damit macht ja dann die CDU, vielleicht sind auch CDU-Wähler hier, Werbung. Aber das ist einfach nur gelogen, wenn man sagt, wir wollen mehr Sicherheit. Und dann bekommt man nicht mal eine Antwort, wenn fast 1500 Bürger unterschrieben haben, dass wir eben diese Polizeistation wiederkriegen. Und vielleicht könnten Sie über den Landtag oder im Kreistag, vielleicht könnten Sie da mal versuchen, in der Politik was zu bewegen, dass wir halt wieder wenigstens zwei Polizisten und 2 Streifenwagen dahin bekommen. Weil wir teilen uns das mit Neu-Isenburg und mit Langen. Und das ist auch nochmal aufgeteilt. Und ältere Leute, die melden gar keine kleinen Vergehen, so Taschendiebstähle, weil die müssten dann extra mit dem Bus nach Neu-Isenburg zur Anzeige fahren. Und die sind ja auch nicht so dick besetzt, dass man da immer einen Ansprechpartner hat. Und man will ja die Polizei auch möglichst schonen. Ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich stehe da zu 100% hinter Ihnen. Das ist ja mein Problem in Isenburg. Da kämpfe ich ja dafür im Stadtparlament. Und da ist es so, den Antrag für mehr Polizei, auch mit dem Revier, habe ich auch im Kreis eingebracht. Und wenn es zu einer Abstimmung kommt, wird sofort dagegen gestimmt, weil der Antrag von der AfD ist. Das ist unser Problem. Ja? Ja, ich sage ja, ich habe ja für Grafenbruch auch, wir haben ja da ein Polizeirevier. Das wollte ich, dass es wieder besetzt wird, weil die Funkstreife braucht von Isenburg bis Grafenbruch, die Damen von der Post, vom Billardgeschäft, was da ist, die schreiben mir immer auf, wenn sie die Polizei rufen, weil dort Unruhen sind, wird gepöbelt, randaliert, wie lange die Polizei brauchen. Die brauchen im Schnitt 28 Minuten von Isenburg bis Grafenbruch. Und da geben die mir den Zettel und sagen, Herr Groß, machen Sie was. Da habe ich eine Unterschriftaktion gemacht. Ich bringe das ins Stadtparlament ein. Ich bekomme ja auch im Ortsbeirat teilweise Zustimmung und die Mehrheit von CDU und SPD. Wird aber widerrufen im Stadtparlament, dass dagegen gestimmt wird, weil ja zum Beispiel der Ortsbeirat nur weisend tätig ist, ja, und im Stadtparlament abgestimmt wird. Aber Ihrer Sache gehe ich natürlich nach über den Kreis, weil ich bin da vollkommen Ihrer Meinung. Da muss unbedingt etwas getan werden, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass die Post bei uns in Grafenbruch, die haben kein Geldautomat, die hat das ganze Geld hinter dem Schrank in so einem Tresor drin. Die hat einen Knopf zum Aufschalten, aber nicht bei der Polizei, bei einem Sicherheitsunternehmen. Und bis das soweit ist, bis die kommen, die können ja gar nicht schneller, das funktioniert nicht. Und Sie haben auch recht, man muss irgendwo Funkwagen positionieren, habe ich jetzt auch unserem Polizeichef gesagt. Das ist ja schon mal eine Sicherheit, wenn Sie irgendwo spazieren gehen und Sie wissen, ein Funkstreifenwagen ist dort positioniert. Das macht ja schon mal was aus, dass die ganz schnell da sind. Aber der Sache gehe ich nach, was Sie gesagt haben. Und wie gesagt, da bekommen Sie meine 100%ige Unterstützung. Guten Abend, Frau Petri. Mein Name ist Stefan. Ich bin Spätaussiedler aus Oberschlesien und möchte Ihnen eigentlich nur so einen Hinweis mitgeben und auch einen Gedanken und auch so ein Bedenken mit Ihnen teilen. Und zwar, ich bin sehr gut vernetzt mit
sehr vielen osteuropäischen Spätaussiedlern aus Russland, aus Polen und auch aus anderen Ländern, also auch aus der Türkei und sonst woher. Und ich muss zugeben, dass ich sympathisiere mit der AfD, weil ich die Einstellung, hinter der die AfD steht, für vernünftig und anständig halte. Allerdings, es gibt immer nur als Feedback in meinem Umfeld, wenn ich sage, ich würde gern die AfD wählen, weil ich es für anständig und für momentan die richtigste Partei in Deutschland halte, kriege ich immer als Feedback quasi gesagt, ja, bist du denn eigentlich wahnsinnig? Warte doch mal ab, bis die mal an die Macht kommen und dann schaffst du dich im Grunde selber ab. Also denk mal fünfmal lieber drüber nach, wo du das Kreuzchen setzt. Das sind halt wirklich die Bedenken, mit denen man zu kämpfen hat. Und ich glaube, das ist auch zu verdanken der massenhaften Stigmatisierung durch die Massenmedien. Ja, und was gedenken Sie? Ich wünschte mir wirklich vom Herzen, dass die AfD aus diesem Stigmata herauskommt und auch das klarer kommuniziert, weil ich meine, ich erlebe sie jetzt als eine fantastische Frau, wo ich keinerlei Bedenken habe. Naja, Sie haben das im Prinzip schon selbst beschrieben. Die AfD hat in den vergangenen 4,5 Jahren in der Tat mit einer Stigmatisierung zu kämpfen, im Übrigen im steigenden und im fallenden Maße. Das war schon mal zwischendurch besser. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir als Machtbedrohung wahrgenommen werden durch die großen anderen Parteien, CDU und SPD allen voran. Natürlich haben wir selbst auch nicht alles richtig gemacht. Es wäre jetzt auch unfair, die Schuld nur auf die anderen zu schieben, aber klar ist schon, wenn man Themen wie eine Eurokritik oder auch eine Migrationskritik anspricht, in der Form, in der es stattfindet, dass man dann die Mächtigen auf den Plan ruft, denn am Ende geht es um viel Geld und vor allen Dingen viel Macht, das wir bedrohen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Sie keine Angst haben müssen und das können Sie bitte gern auch Ihrem Umfeld weitergeben. Denn anders als manch einer denkt, hat die AfD grundsätzlich mit Zuzug, mit Einwanderung und mit in Deutschland lebenden Ausländern gar kein Problem. Denn diejenigen, die gut hier leben, die sind in der Regel hervorragend integriert, die arbeiten und die leisten genauso ihren Beitrag zu diesem Staat wie die Deutschen, die hier leben. Darum geht es uns ja nicht. Ja? Sie können vielleicht Ihren Bekannten sagen, bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wurde hinterher herausgefunden, dass in Freiburg der Anteil der Eingewanderten, derjenigen, die aber schon geraume Zeit in Deutschland leben, der Anteil der AfD-Wähler am größten war. Nämlich aus einem ganz einfachen Grund meiner Ansicht nach, weil diejenigen, die schon einmal emigriert sind oder ausgewandert sind und in Deutschland eine Heimat gefunden haben, gut verstehen können, dass die aktuelle Politik dieses Deutschland imstande ist, kaputt zu machen. Und dass sie deswegen unsere Politik viel einfacher verstehen als viele andere. Und ansonsten muss die AfD am Ende auch an ihrem eigenen Außenbild arbeiten. Denn wir haben leider auch Repräsentanten, die in der Lage sind, Wählern Angst zu machen mit dem, was sie sagen. Und das ist sozusagen unsere eigene Aufgabe, die wir lösen müssen. So, und damit wir das noch abrunden, ich habe auch Oberschlesewurzeln aus Ratibor, kennen Sie vielleicht? Ja, aus Ratibor. Und von daher kann ich das nur bestätigen. Wir haben sehr viele Integrierte mit Migrationshintergrund, die irgendwann mal von fundamentalen Islam geflüchtet sind und die haben heute Angst, dass plötzlich jetzt dieser Islam doch wieder vor der Haustür steht. Und deswegen wählen sie auch die Alternative für Deutschland. Das ist gut so. So, wir haben 9 Uhr. 9 Uhr, preußisch beenden wir das. Und wir möchten aber nochmal ganz herzlich Frau Dr. Petri bedanken, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und bitte noch nicht gehen. Bitte noch nicht gehen. Erst haben wir noch Nervennahrung für die nächsten 4 Wochen. Herr Groß, bitte walten Sie Ihres Amtes.
Wir haben für einen kleinen Ferdinand was besorgt, aber auch dann Nervennahrung, auf gut Deutsch, aus der Region hier, ein paar Süßigkeiten. Aber zum Schluss, ich bitte noch nicht zu gehen, wir wollen heute noch mal doch den anderen Parteien zeigen, dass wir einen gesunden Patriotismus haben. Das heißt, wir schließen die Sitzung mit der deutschen Nationalhymne. Danke und kommen Sie gut nach Hause.